Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allerseits. Herzlich willkommen zur Predem Show! Na, ihr Süßis? Sorry. Ihr mit der Kudasai? Na gut, na ihr Hype-Train-Verursacher? Na ihr? Ey, nur um die Benchmark hochzusetzen. Wir brauchen 732 neue Subs heute, Stand jetzt. Also, ja, strengt euch an. Ich motiviere euch mit einem ASMR-Geräusch. Aber schön, aber ja, doch, schön. Ja, war ein gutes. War ein gutes. Rotdolf, dankeschön. Oh, Robdolf! Robdolf der Rote kriegt ein Airhorn. Leistung stimmt. Vielen Dank dafür. Auf die Frage, wieso, weil wir uns wünschen, wieder bei 7 zu sein. Aber ja, es hat sehr sonst nett. Keine... Mr. McDoom! Auch ein Airhorn für dich. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank für die 10er-Bombe. Ja, Freunde, man merkt vom September noch nicht so viel bei uns. Wow. Aber schaut mal gerade unter mir hier. Neues Banner am Start. Ihr seht, das rotiert jetzt nämlich durch, habe ich umgestellt. Merch, Tattoos, Massagen und noch viel, viel mehr. Wir haben heute noch so viel geilen Scheiß geplant für diese Messe. Wenn ihr eure Tickets noch nicht am Start habt für die Polaris, die Dr. Freud Messe in Hamburg, dann solltet ihr das dringend ändern, denn es wird the place to be, es wird das Event des Jahres, das ziemlich sicher. Es wird the place to be. Alter. Es wird so wild. The place to be vom Springer Verlag kann einpacken. So ist es. Und wir müssen echt noch ein paar Tickets verkaufen, damit wir wieder hoch im Rennen sind. So, aber mir fällt gerade noch was ein, weil Ceto das so schön geschrieben hat. Ja, f*** mich doch ein Barsch. Es ist der frohe Florian, der optimistische Olli und Paul. Flagge, auch ein Ehrhorn für dich hier. Du bist das Alpha und das Omega, Paul. Leistung, stimmt. Dankeschön. Oh, Iset, auch nochmal eine 10er-Bombe. Dankeschön, Jotsu. Dankeschön, Laulau. Laulau, au, Freunde. Stimmt. Dankeschön, dankeschön. Vielen Dank, Freunde, für eure Bombe. Danke. Weniger Laulau, mehr so heiß. Ja. Gibt's eigentlich auch lau-kalt, wenn es lau-warm gibt? Reise stornieren wegen Corona. Dafür fahren wir halt auf die Polaris. Sad und yay! Ey, kann man ein bisschen was von der Polaris schon erzählen? Was wir so vorhaben? Hä, hey, warte ganz kurz. Hä? Also ihr wolltet heute in den, also die sollte jetzt starten, die Hochzeitsreise. Gehe ich mal von aus. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt Corona weil ich haben. Weil ich den Zusammenhang zwischen dafür fahren wir dann auf die Polaris, ich dachte, die wäre irgendwie später. Und ich dachte mir so, hä? Woher weiß man denn jetzt schon, dass man Mitte Oktober ja, Corona Donnerstag. Hat? Donnerstag okay. Wollten sie. Ach so, du dachtest so, ja, warum dann haben wir Corona und Polaris? Mit Corona fahren wir dann auf die Polaris. Nobody 55, 59 Monate dabei übrigens. Schon Schalke ziemlich auch fast 2 Jahre. Crazy. Auch Uchiha 7337, 20 Monate schon am Stück hier. Vielen Dank. Eulenchen. 32. 42 bei JMC hier, 720 bei Reapers. 62 bei PC Spikers. 62 geht heute definitiv in Führung, Alter. Boah. Ja, Mann. Richtig geil. Danke, Leute, für euren steilen Support. Weil ich mir gerade gefragt habe, ihr macht noch mehr auf der Polaris? Ja, wir haben so abgefahren geilen Scheiß. Wir haben richtig geplant. Fett Programm. Können also, wir schon ein bisschen was droppen? Wir gestalten das ja selber. Ist unsere Messe, Digga. Ja, aber ich meine, kann man den Leuten schon erzählen, weil wir haben ja heute zum Beispiel über ganz viele Sachen schon geredet. Ich weiß, also... Ja, wieso nicht? Also, passt ich auf, jetzt mal ernsthaft. Pass auf, Freunde. Also, wir machen... Erstmal reden wir über das Geilste an dieser ganzen Messe, ist, dass wir unseren eigenen Stand haben. Und das ist nicht irgendwie nur irgendein Stand, sondern das wird der Stand. Auf knapp 20 Quadratmetern werden wir für euch nicht nur fantastische Sachen haben, die ihr käuflich erwerben könnt, natürlich auch teils Polaris-exklusiven geilen Scheiß. Wir haben uns heute auch überlegt, es wird ein kleines Wheel of Fate geben, das ihr dann drehen könnt, wenn ihr gekauft habt oder bevor ihr kauft, mit tollen, tollen Sachen drauf. Außerdem gibt es an unserem Stand einen professionellen Masseur, der euch auf Wunsch durchknetet und man kann sich bei uns am Stand tätowieren lassen. Auch da
kann man sich schon im Vorfeld Termine machen. Haben ja auch schon einige von euch. Es wird also toll. Es wird auch dauerhaft einen Livestream von unserem Stand geben. Wir werden auch hin und wieder dann selber auch vor Ort sein und euch auf dem Stand treffen, euch Dinge verkaufen. Ansonsten, falls wir, weil wir natürlich auch anderes Programm machen, kommen wir gleich zu, werden Olli, natürlich auch kurz, unser Team da kurz sein. Reinwerfen. Ja, bitte. Ja, man darf mit uns Fotos machen und ja, Kartenzahlung auch möglich. Kartenzahlung weiter. Möglich, so ist es. ansonsten ist unser Team natürlich für euch vor Ort, ihr kennt sie. Wir machen auf der Hauptbühne, machen wir am Freitag fantastisches Programm für euch. Da wird es nämlich ein Mini genau so geben. Da machen wir drei fantastische Spiele mit euch, mit Beteiligung aus dem Publikum. Das heißt also, ihr könnt auch mit dabei sein. Und am Samstag gibt es ein fantastisches Quiz unsererseits, das auf der Bühne veranstaltet wird. Wer davon übrigens nicht genug kriegen sollte, wir machen auf der Polaris auch ein mobiles Quiz. Wir werden tatsächlich an einem Tag mit einem unserer Quizpulte in den Messehallen unterwegs sein, auf Rädern und euch zu Quizzes herausfordern. Das wird es dann in einem YouTube-Video geben. Das wird ziemlich fantastisch. Außerdem, das habe ich noch vergessen, wir kochen dreimal für euch. An jedem der drei Tage, an denen die Polaris stattfindet, kochen wir für euch. Und wir haben das extra so vorbereitet, dass wir Dinge kochen, bei denen ihr auch kosten könnt und bei denen auch jede Menge Dinge bei rumkommen, wo ihr kosten könnt. Es wird fantastisch. Was es genau zu essen gibt, haben wir heute auch schon festgelegt. Es wird thematisch zur Messe passen. Das kann ich euch auf jeden Fall schon sagen. Es wird ein ganz... Oh, Shadow... Dankeschön. Das ist ziemlich fantastisch. Vielen Dank. Dankeschön. Es wird extra... Es wird noch so ein besonderes Special geben auf der Polaris in Kombination mit der Polaris mit einer Sache, die man erwerben kann. Die kann man dann zukünftig im Online-Shop erwerben, aber auch auf der Polaris. Aber auf der Polaris gibt es noch ein ganz besonderes Special extra dazu. So viel verraten wir jetzt. Mehr gibt's noch nicht. Aber ihr solltet auf jeden Fall hinkommen mit dem Code Dr. Freud. 10% bei einem Ticketkauf sparen. Jetzt nutzen den Code. Ausrufezeichen Polaris. Ja. Und gönnen. Oh, es wird so viel geben. Also wir haben ja dann auch Merch vor Ort. Wir werden ja auch da sein. Das heißt, wir können alles Mögliche signieren. Wir laufen so auch rum. Wir tauchen bestimmt auch mal. Wir haben das jetzt auf der Gamescom hart geprobt. Und nun ja, die Polaris ist ja noch mehr unsere Messe als die Gamescom. Das heißt, kann auch sein, dass wir einfach die Bühnen von anderen stürmen zwischendrin. Da sind wir jetzt auch groß drin geworden. Da haben wir Übung drin. Also, jetzt noch ganz kurz einmal dazu gesagt, weil Shadows Amoka jetzt hier auch nochmal ein zweites Mal richtig fett rausgeballert hat. Die hat er sich verdient. Freunde an der Stelle, erheben wir uns gleich für die Hymne. Und in der Zwischenzeit nutzt ihr bitte den Code Polaris, um euch eure Tickets zu sichern, um das nicht zu verpassen. Es wird fantastisch. Jetzt heißt es... Anfeuern, Freunde. Shadows Amoka! Shadows Amoka! Shadows Amoka! Shadows Amoka! Shadows Amoka! Shadows Amoka! So, dankeschön. Stefan Bach, dankeschön auch nochmal hier. Dankeschön für die 5. Vielen Dank! Ey, damit hast du dir die Reaction auf die Reaction von Trimax auf Apo Red gekauft. So müssen wir das auch gleich anmoderieren. Auf den tradenden Hasen oder so. Sehr schön. Ach, ist das schön, Freunde. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf Hamburg. Es werden drei sehr ereignisreiche Tage. Und wer von euch Bock hat, dieses verrückte Spektakel mitzuerleben, der nutzt unseren Code. Damit kriegt ihr 10% auf die Tickets. Brümdi, dankeschön. Stimmt. Vielen Dank für die 10er-Bombe. Dankeschön. Wenn man beim mobilen Quiz gewinnt, kriegt man dann ein Date mit Paul. Wir wissen noch nicht die Preise. Kann sein, dass es dabei ist. Also ich würde auf jeden Fall kommen und gucken, und ob das mit dabei sein könnte. Wäre schon witzig. Was geht? Guck mal, Torwächterin teilt hier gerade den richtigen Account für die Tattoo-Termine. Dankeschön für 10. Leistung. Dankeschön. Ich habe so Bock auf eure Reaction, auf die Reaction auf das Video. Genau das. Bei wem von euch hat sich eigentlich der Monitor von der Gamescom gemütlich gemacht? Alles Olli. Olli ist unser Samsung-Boy. Was soll ich sagen? der kann. Versuch Nummer 2. Der klaut. Gibt es die Sprechstunde jetzt noch montags? Nein.
Es ist halt momentan sehr krankheitslastig bei uns, Freunde. Und wir versuchen sie immer dann zu machen, wenn es natürlich auch passt. Aber wenn sie mal nicht zweimal die Woche kommen kann, dann entschuldigt das bitte. Aber wir haben den Rhythmus nicht geändert. Das ist dann wirklich nur eine Ausnahme, wenn wir es mal nicht anders hinkriegen. Wie ihr merkt, wir planen schön, da so einige Dinge. Nicht. Schön ist nicht, aber nur ist es gerade so. Aber was willst du machen? Wir sind gerade bei Folge 200 angekommen. Okay. Und ich bin mal einfach so frei und sage mal, mit Folge 420 habt ihr ja auch gegönnt bekommen. Ja, kann man sich auch zweimal anhören in der Woche, die war lustig genug. Aber was auch wirklich lustig ich glaub, war. Ich glaube, zum Zuhören ist die einfach nur schlimm, Alter. Griso sagt, nee, in der letzten Folge habt ihr auch sehr krank geklungen. Sorry. Ja, aber was auch wirklich sehr, sehr lustig war, war das Bestellvideo mit Freddy. Oh mein Gott, war das witzig. Insane gut, ich habe Tränen also ich gelacht. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Ich habe mich auch scheppelig gelacht. Ey, diese und auch Orange. Die Kommentare haben genau das gesagt. So witzig war es lang nicht mehr. Ja, warum schmeckt braun nach Erdbeer, ist mein Lieblingszitat. Ist wirklich so. Ja, das hat auf jeden Fall Meme-Potenzial. Ja, das ist wirklich grandios gewesen, ey. Ganz viele Leute sterben gerade, dass eure Plätze vertauscht sind. Tja, ja. Ist halt so. Du bist ja jetzt mitleben, Freunde. Das Leben ändert sich. Life is hard. Life is hard. Stagnation ist falsch. Ich frag dich, wie viel habt ihr ungefähr geraucht? War ja, denke ich, eher ein J, oder? Also ich weiß erstens überhaupt nicht, wovon du sprichst, Flying Holländer. Und würden wir sowas tun, glaube ich, dann wären wir cool genug, dass jeder seinen eigenen hat. Ja, zumal ich krank war und niemanden anstecken wollte. Also wir hatten quasi keine Wahl. Ja, also nicht, dass wir irgendwas gemacht hätten, aber wenn das so wäre, hätten wir keine Wahl gehabt. Hätten wir das in Erwägung gezogen. Definitiv. Ja. Nun. Nun. Freunde. Also es war ein lustiger Tag auf jeden Fall, muss ich sagen. Das war... Hatte sehr viel Spaß an diesem Tag. War auch eine sehr lustige Folge. Yeah, fuck. Könnt ihr nicht auch mal einen 420. Livestream machen? Mal gucken. Nee. Nee. Sag niemals nie. Kann ja noch kommen, die Zeit. Das ist auch wieder wahr. Sieht man die 420. Folge auch auf YouTube? Sehen wir aus wie Idioten, Freunde. Also es gibt technisch gesehen eine Videoaufnahme. Olli, das war eine schwierige Frage. Ich bin mir manchmal, wenn ich mir uns so angucke, mäßig wäre ich mir jetzt auch nicht. Würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen an deiner Stelle. Also ich sag mal, technisch gesehen gibt es eine Aufnahme. Aber irgendwie hat die Kamera nicht scharf gestellt. War ganz komisch. Ja. Ja, ganz seltsam. Naja, passiert manchmal. Fällt einem auch erst manchmal hinterher auf, machst du nix. Sam, ganz am Ende der Folge reden wir über das Thema. Aber ansonsten ist eigentlich... Ganz am Anfang verschweigen wir das Thema. So ist es. Aber sonst reden wir ganz, wir ziehen Themen aus dem Schädel und unterhalten uns. Nett, fröhlich, würd ich sagen. Ja. Cool Story, Bro. Beste ever. Ja, sehr gut. Fand eure Themenwechsel hart wild. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Weiß ich auch nicht. Hier, kurz Mini Community Power. Oh, Stefan. Oh, Stefan Bach, danke schön. Kuss auf deine Nuss, Stefan Bach. Wirklich. Flaminator sagt, hi, eine Bekannte sucht jemanden, der Gebärdensprache spricht, um einen Song von ihr zu übersetzen. Falls einer von euch jemanden kennt oder das ist, könnt ihr doch mal per Whisper euch untereinander austauschen und euch lieb haben. So. Eine gute Freundin von mir unterrichtet das. Lol. Hi, gib du Würde Lügen. Eigentlich... Lol, sehr witzig. What? Wird eigentlich Heiratsmarkt weitergehen? Wir haben so ein bisschen Terminprobleme, wie ich festgestellt habe. Ja, es war. Weil die ist nur verfügbar bis zum 10.10. Der 12-Stunden-Stream, let's go. Wir gucken 12 Stunden. Boah, Alter. Heiratsmarkt. Joel, nice try. Das könnten wir tun. Dankeschön für die 360, vielen Dank. Gruß auf deine Nuss. Bull, dankeschön. So, Freunde. Please not. Ja, Mann, please not. Ja, das ist auch die geilste Kombi überhaupt. Der steht eh noch aus. Ja, der steht noch aus. Ja. Also, der wird auch kommen. Der kommt auch noch dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
12 Stunden und dann 4 Tage ausruhen vom Brain Melt, ja, kann sein. 12 Stunden sollte schon Abwechslung haben. Ja, das ist ja das, was wir gesagt haben. Wir machen keinen x-beliebigen 12-Stunden-Stream, wo wir sagen, haha, 12 Stunden React oder 12 Stunden durchzocken. Wir machen schon 12 Stunden Programm. Ne? Also ist bei uns halt anders als bei anderen Streamern. Kennt ihr ja, wir sind ja ein bisschen showmäßiger unterwegs als viele andere. Das heißt, bei uns sind 12 Stunden dann auch nicht damit zu vergleichen. Mein Vorschlag war 12 Stunden lang durch TikTok scrollen, ohne Pause, bis man stirbt. Das können wir auch noch machen. Da müssen wir uns nicht von abhalten lassen. 12 Stunden NPC-Stream, ja, das würde ich aber das sehen. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Ja. Jetzt will ich einen NPC-Stream mit Paul, Alter, aber sofort. Was für eine Scheiße da zum Teil abgeht, Alter, ey, wirklich. Ich sag's euch, wir hätten frühzeitig auf den Trend aufspringen sollen. Wir haben es frühzeitig erkannt. Wir haben es wieder nicht umgesetzt. Apropos Trend, können wir mal ganz kurz über das Schlimmste reden, bevor wir in die lustigste Reaction hoffentlich reingehen? Habt ihr dieses Steal a Car and Hit and Run Challenge in TikTok mitgekriegt? Ja, ich habe davon gelesen. In den USA, dass Leute Autos klauen und damit dann Unfälle verursachen und abhauen? Ja. Tatsächlich. Witzigerweise kenne ich mich damit sehr, sehr gut aus, denn eine der Brands, mit denen das viel gemacht wird, ist mir durchaus sehr bekannt durch Zufälle. Da gibt es auch so Gruppen, die nennen sich dann zum Beispiel Kia Boys. Die haben es dann explizit, das ist halt mit diesen ganzen Keyless-Systemen. Die haben jetzt einen Fahrradfahrer totgefahren. Es ist so schlimm, es ist wirklich, ich finde es absolut daneben. Ein 17-Jähriger steht jetzt vor Gericht wegen Mordes und ich finde, es ist so ein bisschen heftig, aber also ganz viele, also gerade auf unserer Lieblings-Social-Media-Plattform, sagen halt so, der soll nicht in den Knast. Der hat dein Leben genommen, dem gehört das Leben genommen. Pass auf, ich möchte ganz kurz an der Stelle. Die sind echt hart unterwegs da gerade, aber ich finde das so schlimm. Furchtbar. Also es gibt so eine. Ich verstehe es nicht. Pass auf, ich möchte an der Stelle ganz kurz educaten für die Sicherheit der Leute. Freunde, wenn ihr ein Auto habt, das so ein sogenanntes Keyless Go. Genau, das heißt, ihr habt diesen Schlüssel. Der hat übrigens unten meistens Schlüssel noch drin versteckt, wissen die meisten gar nicht mehr. So einer, der dann automatisch ab- und aufschließt, wenn ihr euch dem Auto nähert, etc. Die senden ja Codes mit dem Auto. Ihr solltet ganz dringend, wenn ihr in der Nähe wohnt, wo ihr parkt, ne, also dass das innerhalb der Reichweite ist, dass ihr von dort aus euer Dings aufhören könnt, vielleicht auch noch ein bisschen weiter weg, ihr solltet euch dringendst so eine Box anschaffen. So eine strahlensichere Box, kostet 30€, stellt euch in den Flur, schmeißt euren Autoschlüssel rein, so dass das Ding nicht mehr senden kann. Kann man testen, macht man Schlüssel rein, geht ans Auto und wenn das nicht aufschließt, dann wisst ihr, die Box ist sicher. Gibt es auch Taschen für. Und damit seid ihr dann sicher, dass euch sowas nicht passieren kann. Solltet ihr euch ganz, ganz dringend zulegen, denn ihr glaubt nicht, wie einfach es ist, in ein Auto, das so ein Keyless-Go-System hat, reinzukommen. Es ist witzlos. Ihr glaubt nicht, wie einfach das ist. Dementsprechend, bitte holt euch sowas, falls ihr sowas haben solltet. Sonst ist jemand schneller im Auto und auch schneller mit eurem Auto weg, als ihr gucken könnt. Ich kenne persönlich zwei Menschen, einem von denen ist sogar zweimal schon Auto geklaut worden. und ja, das ist dann halt weg. So. Und die Polizei hilft euch da auch nicht viel. Ja. Ja, und generell erst gern sagt schon ganz richtig, Automobilhersteller sind leider zu faul. Nicht nur zu faul, zu geizig, das Problem zu lösen, denn, ich habe mit meinem Vater drüber unterhalten, der Chip, den sie verbauen könnten, um das Problem zu lösen, kostet 2€ mehr. Das ist das Problem. Ja, hochgerechnet. So ist es. Also, holt euch bitte so eine Box. Milliarden. Dann habt ihr das jetzt vielleicht mal gehört. Könnt ihr euch im Internet drüber informieren. Gibt es mehr als genügend Beiträge und Artikel drüber. Und ja, in Amerika ist das ein noch größeres Problem, weil da gibt es wirklich diesen Trend, wie Paul gerade schon sagte, dass Leute da nicht nur Autos klauen und die verticken, sondern da ist die Challenge, neue Autos sich zu knacken und die auf möglichst spektakuläre Art und Weise kaputt zu fahren. Naja, meistens halt, indem du noch andere rammst. Das ist wichtig. Furchtbar. Ganz absurd. Absolut furchtbar. Also furchtbare Menschen. Yes. Und von den furchtbaren Menschen gehen wir doch zu guten. Aber der Menschen. Warte ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Ich habe mal eine Sache wollte ich unbedingt noch dazu erzählen. Bei dieser Hit-and-Run-Challenge, wo die den Fahrradfahrer gekillt haben. Ja. Der 17-Jährige. Ja.
der ist sowieso, also der ist aus so vielen Gründen, ist der für immer im Leben am Arsch, ganz klar. Aber der ist, ne, man muss bedenken, es sind die USA und es ist so, der ist so für immer am Arsch, weil der, den der überfahren hat, es war ein 64-Jähriger, ja, nicht irgendeiner, sondern das war der gerade pensionierte Police Chief. Krass. Ja. Der ist für sein Leben weg, der 17-Jährige. Ja, und war gerade auf dem Weg, seinen 35-jährigen Hochzeitstag zu feiern. Ja, da ist alles scheiße dran. Oh Gott, das ist, kannst du dir nicht ausdenken, so schlimm ist das. Und das sei nur noch ganz kurz erwähnt, hat dir gerade jemand noch dazu geschrieben im Chat. Die Reichweite spielt bei diesen Keyless Go-Systemen sogar keine gar keine Rolle. Die nutzen oft Repeater. Das lässt sich wie so ein WLAN-Signal auch beliebig erweitern. Das heißt, man ist im Grunde nirgendwo richtig safe. Besorgt euch einfach so eine sichere Hülle. Kostet nicht viel. Yes. Wow. Moin, Leute. Moin, Leute, Olli hier. Moin, Leute, Olli hier. So, gib mir kurz eine Sekunde. Alright. Hier einmal stumm schalten. Dann gehe ich rüber auf die Reaktion. Was habe ich denn hier für ein Standbild? Fantastisch. Das magst du? Ein gutes. So. Ey, apropos, das ist auch zu viel alles, ne? Aber die, das ist ja wieder Boxen Ende November. Und da boxt ja auch Varion. Ja. Echt? Varion boxt? Und ich überlege, ob man... Ich habe, also eigentlich ist mir zu viel los, um da auch noch nach Düsseldorf zu fahren. Aber ich überlege trotzdem. Wann ist das? Wer boxt noch? 25.11., 26.11., irgendwann Ende. Okay, wer boxt noch? Oh, 7 Leute. Crispy Rob gegen Jonas Ems. Oha. Das ist wild. Also die werden die Halle krass voll machen. Boah, ich hab richtig Bock da drauf. Fuck. Ich glaube... Moment, ich gucke einfach kurz, bevor ich hier... Da sind noch irgendwie 2 Leute bei, die ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. Also Crispy Rob gegen Jonas Ems ist sozusagen der Hauptfight. Simon Tizzi gegen Chef Strobel. Chef Strobel will nochmal, weil er ja Corona-bedingt das letzte Mal. Regina Hickst gegen Tina Neumann. Ja? Das ist auch wild, Alter. Das will ich sehen. Crazy. Breitenberg versus The Franklin. Ja, die kenne ich beide nicht. Anna Gazzanis gegen Samantha. Und Varion gegen Julie Paul. So. Crazy. Und da habe ich schon Bock drauf, du, bin ich ganz ehrlich. Es ist, ich weiß nicht wann. Wenn ich nach Julie Paul suche, kriege ich nur Frauen. Elon versus 25. November, ja. 25. November. Wer ist Julie Paul? Julie Paul kann ich draufklicken, ist ein Typ. Wie wird das geschrieben? Also J-U-L-Y. Ja. Und dann P-O-H-L. Cray, weil du fragst, weil du uns im Ausstellerverzeichnis der Polaris nicht finden kannst, das liegt daran, dass wir ganz speziell sind. Das ist wirklich so. Wo ihr uns findet, verraten wir euch, sobald wir es euch sagen können. Ach, der! Ach, das ist Julian Pohl. Okay, alles klar. Den kenne ich natürlich. Ach, krass. Oh, der ist auch groß, Alter. Ja, deswegen. So einen Riesen zu finden wie Flo Varion ist ja schon nicht einfach. Aber der ist auch sehr groß. Oh ja, Halleluja, du. Das wird ein spannender Kampf auf jeden Fall. Hab ich Bock drauf. Boah, das rumst. Also wenn Flo sich überwinden kann, richtig zuzulangen, Alter, überleg mal. Und das glaube ich nicht. Das weiß ich eben auch nicht. Also der hat schon das erste Sparring und sagte nach seinem ersten Sparring war seine Ansage so, wieso eigentlich? Warum habe ich ja gesagt? Also pass das auf. Training geil, aber seine Aussage war, ich würde lieber 3 Stunden am Stück Gewichte heben, anstatt jemanden zu schlagen. Ja. Vielleicht müssen wir ihn vorher aufheizen mit Gothic-Zitaten. Weißt du, so eine Gothic-Motivational-Speech. Dann geht das schon. Du Wassermagier. Ja, stell dir vor, das ist ein Wassermagier. Was? Den mach ich fertig.
Dem euch volles Pfund aufs Maul. Genau. Das ist auch so eine Ecke, wenn du ein Mikrofon hättest, sagt der Trainer auch immer nur eins. Du gehst da jetzt raus und dann haust du dem volles Pfund aufs Maul. Ja, Trainer. Wie heißen diese scheiß Vögel? Keine Ahnung. Skags heißen die ja nicht, das war ein anderes Spiel. Ja, ich weiß nicht. Scavenger? Scavenger, genau. Ätzende Viecher, ey. Ja. Ah, wäre schon witzig. Okay, Freunde, ich mache eine kurze Anmoderation, wenn ich darf. Sorry, klar. Alles klar. Also er kommt mir immer vor wie so ein kleines Kind an der Kasse, was bei der Quengelware nichts bekommen hat und sich dann hinsetzt und schreit. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem absoluten Lieblingskanal. Ihr wisst, wenn Trimax eine Reaktion auf ein ApoRed-Video macht, dann sind wir nicht weit. Wir haben schon gelurkt und darauf gewartet, dass es kommt. Hier ist es, ApoRed droht mit Prügel. Wir sind alle Bots. Es geht wieder los. Freunde, es ist wirklich wild. Es schmeckt schon wieder, würde ich sagen. Wir gehen jetzt rein. Vorher noch kurz erwähnt, dass dieses Video gesponsert ist von einem fantastischen Zuschauer, dessen Namen mir gerade wieder entfallen ist, weil wir so viele fantastische Zuschauer haben. Wer erinnert sich? Shadow Samoka. Ja, genau. So ist es, Freunde. Vielen Dank. Kuss geht raus. Muah. Sorry, es war gerade sehr wild bei uns. Da waren sehr viele Namen. Wir gehen rein. Trimax hier, es gibt nach Monaten, nachdem ApoRed komplett abgetaucht ist, ihr seid noch im Bilde, ihr habt euch die Videos alle reingezogen. Er hat gesagt, er hat die Immobilien, er hat die Uhren, er hat die Autos, er hat die Unternehmen, er hat alles krass. Und dann hat Mimi alles aufgedeckt, dass es nicht stimmt. Dann hat er irgendwie so ein Insolvenzverfahren am Hals gehabt. Jetzt ist er auf einmal weg aus Deutschland, ist nur noch in Dubai. Hat dann als Finanzberater wollte er durchstarten. Hashtag Klappentext seiner Biografie. Ist wirklich so, ne? Also einfach genau das. Sollte der allerechte Hase irgendwann mal so eine Biography schreiben. Dann würde ich das als Zitat einfach hinten als Zusammenfassung drauf. Ich würde mir wünschen, dass Trimax das Vorwort schreiben darf. Das wäre so toll, Alter. Und jetzt wieder ein paar Wochen später gibt es ein neues ApoRed-Video. Ich bin mir sehr sicher, dass das Ding runtergenommen wird, weil er das wieder selber löschen wird. ApoRed, der Trading-Hase. Ah, der Zoom. Er kann das doch aber nicht ernst meinen mit dieser Hasen. Ist da schon wieder, Alter? Ich weiß noch nicht, ob ich genug Latte Macchiato in mir drin habe, um das jetzt auszuhalten. Latte Macchiato! Bots sind schon NPCs auch, ne? Ja, ich bin hyped. Ja. ApoRed war früher der meistgeklickte deutsche Gaming-YouTuber und dann auch Lifestyle reingemischt. Krass. Die Prime war krank. Als ich 2016 angefangen habe, war ApoRed der erfolgreichste YouTuber Deutschlands gefühlt. Okay, das war krank. Der erfolgreichste. Und dann hat er ganz, ganz, ganz miese Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, hier geht's jetzt weiter. Nichtsdestotrotz drücken wir die Daumen, dass er wieder zu seiner Wurzel zurückkehrt und irgendwann wieder erfolgreich Gaming betreibt und keine Mist-Scam-Videos mehr macht und Fake-Gewinnspiele und die ganze Scheiße. Guck mal, kurz, aber ich Coaching glaube, hier von das geht mit dem Video in die falsche Richtung. Deswegen habe ich jetzt richtig Bock, mir das Video reinzuziehen zusammen mit Umatra. Gut, geht los. Hallo Leute, ab und zu auf Trockenshop, meine Freunde, mit einem weiteren leckeren Video. Heute ein nicer Talk, ist auch heute irgendwie... Er tut einfach so, als wäre nichts gewesen. Er lädt einfach so 4 Monate kein Video hoch und es dann geht weiter. Rechenschaftsvideo, weil irgendwelche Goofies mal wieder Scheiße mich labern. Mich juckt das ja gar nicht. Okay, keine Rechenschaft. Gar nicht so irgendwas äußern, weil ich bin ApoRed. Er ist ApoRed, er äußert sich nicht zu den 17 Fake. Ich muss mich an meinem Stuhl festhalten. Er ist ApoRed. Ich hab wirklich kurz vergessen, wie er redet. Ja. ApoRed. Also, er klang, als ob er gesagt hat, ApoRid. ApoRid. Nee. Ja, auch das. Die ApoRitze. Alter Bock. Um wieder aufzuzeigen, plausibel, warum ich so ein Main-Character bin und warum das mal wieder Bots sind. Ganz einfach. Also ich bin ja seit ein paar Monaten in Dubi, okay? Dubi. 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 Dubi, Dubi, Dubi. Und ich chill hier, Freunde, an the water. Ich find's auch gut. In Dubios. Ja, ja. Okay, ich war doch nicht sicher, ob ich es richtig gehört habe, aber doch, Romatra ist auch dabei. Okay. Ja, also Freunde, wir sind hier zu fünft. Wir sind hier zu fünft. Das juckt ihn so sehr nicht, dass er nochmal ein 12-Minuten-Video machen muss. Vermontiert. Ja, ja, ja. Er muss erstmal ein Video machen, dass es ihn nicht juckt, und darüber macht er ein Video, dass es ihn nicht juckt.
Erste, der chillt in Dubi. Brutalste Penthouse da, brutalste Penthouse da. Kommt dabei wahrscheinlich auch mal eine kleine Roomtour. Ne? Richtig nice. Und da habe ich einen Hasen kennengelernt. Das Penthouse nicht das Haus, das ganz, ganz oben ist? Mhm. Ist das nicht alles im Hintergrund ein Gebäude, was zusammen ist? Und kommen da drüber nicht noch 8 Stockwerke mindestens? Ihr habt das alle falsch verstanden. In ApoReds, in ApoREDs, in der Welt des Trading-Hasen, in seinem Bau, da ist ein Penthouse, das Haus, in dem man pennt. Das ist nicht gelogen, ihr hört nur okay. nicht zu. Das Nein, war. Ich glaube wirklich, es tut mir leid, Flo, ich glaube, du hast keine Ahnung. Die Sache ist, seine Wohnung geht noch 8 Stockwerke nach oben. Ah, das könnte sein. Oder, passt auf, vielleicht ist das der Unterschied zwischen einem Penthouse und einem allerechten Penthouse. Ja, vielleicht auch das. Ja, das ist zwischen Gardinen. Aber, wollte ich gerade sagen, der Chat hat absolut recht, er hat Gardinen. Das ist auch ein Hotel oder sowas. Das gerade sehen können in der Spiegelung. Das kann sehr, sehr gut sein. Er hat aber bisher, er hat schon 8 Mal gecallt, dass er ein Penthouse wohnt und nie war er im obersten Stock. Also ich glaube, er weiß gar nicht, was ein Penthouse ist. Aber vielleicht ist auch sein Gebäude wirklich einfach niedriger als die umliegenden Gebäude. Kann ja sein, weißt du, was ich meine? Safe kann das sein. Aber wenn er schon so oft gesagt hat, dass er das Penthouse hat und es nicht kam, wird man dann natürlich irgendwann skeptisch. Ein bisschen länger und der meinte, ey Red, guck mal, ich mache hier Trading. Er hat Vorhänge, das stimmt. Relativ erfolgreich. Gardinen sind da. Voll in the game. Und hast du nicht mal Bock, den Hasen zu supporten? Der ist doch jetzt über 30, oder? Warum redet er immer noch wie 15? Also gute Reichweite, jeder kennt dich. Bam, boom, bing. Ich schau mir das Ganze an. Natürlich, hab abgecheckt. Legit, Hase. Bada bing, bada boom. Ja, aber. Ba, boom, bing. Ja, also, wenn er redet, das ist so ein bisschen wie das fünfte Element, als Lilou gerade aus ihrem Schlaf erwacht, weißt du? Ja. Bada bing, bada boom, Alter. Er hat seine Gruppen. Er hat Chats mit diversen Leuten privat. Er macht das Ding schon seit 5 Jahren. Bam, ganz boom, erfolgreich. Ding. Da ich so, why not? Gib mir 100.000 Euro, ich mache Werbung, kein Problem. So, auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen getalkt und dann habe ich den ganzen Hasen promoted über Instagram, Das heißt, er kommt als Beispiel jetzt Gold. Hast du geskippt? Wo es dann günstiger ist, sagen wir 9 Euro pro Kilo. Es ist so witzig. Leute, ich denke schon, ich werde wahnsinnig. Ich habe nämlich gesehen, die benutzen auch SyncTube wie wir und die haben dasselbe Problem. Wir müssen mal bald wieder umsteigen, weil das mit diesem Rumgeskippe nervt hardcore. Er macht das seit 5 Jahren relativ erfolgreich. Er macht natürlich nicht immer Gewinn, aber so über die Jahre hinweg hat er immer Gewinn gemacht oder über die Monate. Ne? Aber klar macht er nicht mit jedem Trade Gewinn, das ist unmöglich. So. Was er aber macht als erfolgreicher Trading-Hase, er postet. Ey, sorry, das ist so, ich kann das eigentlich nicht anschauen, ohne die dauerhaft zu lachen. Es ist wirklich sehr schwer. Ja, ist okay. Lass deine Gefühle freien Lauf. Alle seine Trades, wo er reingeht und alle, wo er rausgeht, in einer Gruppe auf Telegram. Kostenlos, man kann da easy reinjumpen und copy und pasten. Aber wenn du in die VIP-Gruppe willst, dann kostet das Geld. Ob er ein süßer Hase ist, so. Er macht sein Profit in dem Sinne, man setzt einen Account auf und über die Seite, whatever, ne, die verdient halt mit ihm zusammen mit. Ah, Promocode. Das heißt, an jedem Gewinn und jeden Verlust. Und da war schon der erste Moment, wo dann einige Ratten-YouTuber von der Höhle rauskamen und meinten, guck mal, das ist doch, guckt euch mal das an, der verdient sogar an den Verlusten mit. Das ist doch hier locker eine Masche, das ist locker Betrug oder so. Wo ich mir denke, ey Digga, du kleiner... Aber das ist ja nur dumm, weil er verdient ja nicht, das ist ja auch falsch erklärt, er verdient ja nicht am Verlust, er verdient ja am Einsatz. Genau. Ja. Da ist ja egal, ob Verlust oder Gewinn gemacht wird. Ja, ApoRed hat bisher in 4 Minuten 36 perfekt bewiesen, dass er, glaube ich, selbst auch auf so eine Nummer reinfallen würde. Ja, das System. Er nimmt an so einem System teil, hat aber selber nicht verstanden, wie es funktioniert. Zum Glück gibt es da so Hasenfreunde. Er hat ja 100.000 dafür bekommen. Bestimmt. Für die Insta-Story. Ja, 100 Pro, ja, für seinen Insta-Auftritt. Der war ja auch exorbitant, war der geil, du. Aber gut, er macht ja auch gar nichts. Man muss ja dazu sagen. Reo, ne? Genau, er erzählt ja auch nur von einem Freund. Bekommen. Er erzählt ja nur von einem Freund, der da was macht. So, ist ja überhaupt nicht bedenklich, so. Klar. Vielleicht Penthouse, hat Rumatra ja auch schon gesagt. Vielleicht 100.000. Ich sag's nochmal. Im Chat schreibt gerade jemand, ich lese mal nur vor. Der Typ empfiehlt 100er Hebel. Das kann nur Scam sein. Na, wenn ihr das sagt. Ich kenne mich da nicht aus. 100er Hebel ist insane absurd, Alter. Ist das so, Es macht keinen 100er Hebel, wenn du 10 Euro investierst, kannst du 1.000 verlieren. Krass. Und die schuldest du dann der Bank. Wie ist denn das? Ich habe nur einen 18er Hebel. Ist das auch okay? Das ist auch enorm hoch. 500er Hebel?
Das ist ja behindert, das ist ja russisch Roulette gepaart mit Lotto. Bin ich sicher, ob jemand meinen Joke verstanden hat. Doch, nein. Doch, dein Penis ist 18 cm groß, Olli. Ah. Ja gut, jetzt hab ich's auch. Jetzt hab ich's auch. Hab ich gar nicht gereilt, Alter. Null. Null. Aber es kommt doch nicht auf die Länge vom Hebel an, oder? Oder? 500er. Oh, 500er Hebel ist krass, Alter. 360er Hebel Maximum. Ja. Was ist mit Hebel gemeint, fragt jemand. Ist gut, wenn du das nicht weißt, hol das auch nicht nach. Ist also, nicht so ich steh, Leute, ich stehe nicht auf dem Schlauch. Wenn, dann stehe ich auf dem Hebel. Ja. Und zweitens, was ist mit Hebel gemeint? Ein Hebel ist tatsächlich das, wenn du Geld einsetzt. Und du hast, sagen wir mal, wie hier, völlig, ich muss es mal sagen, das ist komplett geistig behindert. Ein 500er Hebel heißt, kein Scheiß, du investierst 10 Euro. Ja. Oder machen wir es ganz krass, du investierst 100 Euro bei einem Hebel von 500. Dann machst du allerdings, dann machst du Kursverlust und verlierst deine 100 Euro. Das Problem ist, durch den Hebel sind deine 100 Euro plötzlich ein Verlust, die wären ja auch ein Gewinnwert gewesen, aber die sind ein Verlust plötzlich von 50.000, obwohl du nur 100 eingesetzt hast. Ja, das ist der Faktor, 500. Und schon schuldest du einer Bank, die diesen Hebel ausgleicht, 50.000 Tacken. Und die kommen sich das holen. Gottverdammter Noob, du Go, du bist ein Bot, ein ahnungsloser Idiot oder du willst Leute einfach nur verarschen mit deiner Das ist so krass, ne? Das ist so krass. Dummheit oder mit deren Dummheit. So, guck mal. 2017 bin ich das erste Mal in Krypto reingejumpt. Ich habe eine Frage. Ja. Ist Go eine Kurzform für Goofy? Oder meint er das durchaus komplexe Spiel? Nee, ich glaube. Du meinst dann so wie du Bauer? Er bezeichnet dich als so einen einfachen Spielstein in so einem taktischen Spiel? Oh, stark. Du Go? Nicht schlecht. Kann sein. Oder ist es OG und rückwärts? Da? Der Anti-OG. Ah, ich verstehe. Wow. Du Go. Wow. Das ist richtig smart, Oliver. Das ist so, so gut. Lass uns das einführen, egal ob er es meint oder nicht. Okay. Kauft euch zum Beispiel Bitcoins bei einer Börse. Ne? Bei mir war das zum Beispiel damals Binance. Das ist so die bekannteste Börse. Okay, ihr kauft euch bei der Börse Bitcoins. Und wenn ihr da Bitcoins kauft. Er hat doch am Anfang gesagt, er muss sich nicht rechtfertigen, weil er der Main-Character ist. Und jetzt ist er seit 3 Minuten sich am Rechtfertigen. Oder verkauft, da verdient die Börse oder irgendwelche Broker damit. Das ist ganz normal. Die verdienen auch an dem Gewinn oder an dem Verlust, an dem Gewinn oder an den Zielen. Und Krypto wäre ganz normal, dass die Leute an dem Gewinn oder an dem Verlust mitverdienen. Mhm, ja. Digga, und die Leute, diese ganzen Goofy-Kinder. Hat er gerade seinen Kollegen mit... Ich finde, das sehr schwierig erklärt. Warum sagt er es nicht so simpel, wie Flo es gesagt hat? An dem Einsatz wird prozentual mitverdient, das tut weil er es nicht rafft. Ich glaube, er versteht nicht, wie es funktioniert, um ganz ehrlich zu sein. Weil er es selber nicht rafft. Das Einzige, was er weiß, ist, sein Kumpel hat da irgendeine Masche, mit der er ganz viel Geld verdient. Ich glaube, er rafft nicht, was Transaktionsgebühren sind beispielsweise. Ich glaube, es übersteigt einfach seinen Horizont. Möglich. Kann sein. Mit Binance verglichen? Ja, sein Kollege ist Binance. Geil. Der mit Rich, Alter. Das ist krass. Gib mir mal einen Fünfer, ich investiere den für dich oder kannst mich Wall Street nennen. Die stellen das so dar, als wäre das ein Hexenwerk. Oh mein Gott, der verdient an den Verlusten mit. Das ist obligatorisch, das ist normal. Du Goofy. Und das kommuniziert er sogar ganz genau. Sogar wenn man ihn fragt, ey Digga, machst du das eigentlich einfach so, weil ein korrekter süßer Hase bist oder machst du da irgendwo einen Gewinn? Er sagt es sogar offen den Leuten, privat, no problem. Und das ist eigentlich offenkundig. Aber diese Leute nutzen die Naivität von den Leuten aus, die sich nicht auskennen. Also sein Kumpel macht ja diese potenziellen Scams, sag ich mal, potenziell, weil kann man ja, ich bin ja nicht sicher. Mein ganzer Chat ist voll, ApoRed weiß nicht, was obligatorisch heißt. Okay, weiter geht's. Diese potenziellen Scams, die da ablaufen, wenn es denn welche sind, von dem Typen, der damit wahrscheinlich Geld macht, also ich denke mal, da fallen viele Leute drauf rein, würde ich schätzen, der muss doch ApoRed davon hindern, so ein Video hochzuladen, oder? Das Erste, was ich machen würde, wäre ihn dazu daran hindern, dieses Video hochzuladen. Ja. Wenn ich, also auch für mich selber, also an Eigeninteresse würde ich nicht zulassen, dass dieses Video das Licht der Welt erblickt. Das ist so krank. Crazy. Alter. Also wenn du so den Kollegen von ApoRed so, keine Ahnung, du bist 14 und hast 500 Euro gespart über Geburtstagsgelder oder irgendwie Konfirmation und dann gibst du das dem Kollegen
Kollegen von ApoRed und musst richtig dicke Gebühren abdrücken, egal ob es steigt oder fällt. Das ist so verrückt. Das ist so krass, dass er das seine Community präsentiert, ne? Ja, ja. Vor allem, dass heftig. Er das halt auch so sagt, ne, ist halt so. Ja, als wäre das so das wirklich doch, gut, was er da macht. Ja, ja, das muss doch. Wow. Als wäre das so wirklich gut, was er da macht, fand ich auch einfach schön wieder. Ich habe aber manchmal auch den ich ertappe mich manchmal dabei, ob ApoRed wirklich einfach wirklich in jedem nur erdenklichen Sinne ein Opfer ist. Ein Opfer seiner Hybris, aber auch ein Opfer seiner Einfältigkeit, weil ich glaube, dem kannst du echt eine Menge Scheiße erzählen und der trägt das einfach so weiter. Die Gefahren des Internets. Ja. Ja, ja, ist wirklich so, ja. Oder sagen wir mal, die Herausforderungen des Internets. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, ich bin mir nicht sicher, aber ja, ich weiß, was, ja. Ah. Den ganzen Tag gefühlt nur Scheiße. Er meint nur Klängern. So, das darzustellen und einfach so, hey, guck mal, das ist doch Scam und das ist doch, guck mal, wie böse der ganzen ist. Ganzen NPCs, Verlust. Nur Klängern. Du kleiner Go. So, die nächste Geschichte ist dann, dann gucken die noch weiter, die gucken mit der Lupe, ah, Digga, guck mal, der eine hatte ein Problem gehabt, der konnte... Ich glaube, der weiß gar nicht, dass das Community das einfach so reindrückt, so hochriskantes Trading mit fetten Gebühren, das ist verrückt. Ich mache noch nicht mal Werbung für Clark, weil die dann komplett alle Daten meiner Community haben. Also wirklich alles, was finanziell angeht. Deswegen mache ich noch nicht mal Werbung für Clark, ein Versicherungs... Weißt du? Das ist eine Sache. Aber so eine Trading-Gruppe aus Dubai von einem Kollegen von ApoRed, das ist Wahnsinn. Konnte sich nicht ausziehen. Kurze Zwischenfrage, wieso haben die Finanzdaten dann? Ich weiß es auch nicht, Digga. Finanzdaten nicht unbedingt, aber halt Versicherungsdaten. Die Versicherung, die du hochlädst oder darüber abschließt, darüber haben sie die Daten. Aber Finanzdaten schon insofern, dass sie ja wissen, was du zum Beispiel investierst für eine Altersvorsorge. Es ist halt ein Versicherungsmakler, wie es so viele da draußen gibt, ist jetzt nichts Spektakuläres. Also ich glaube, das sind ganz andere Daten von allen Menschen überall unterwegs. Also ich war jetzt gerade nur verwirrt, ob ich irgendein Häkchen mal nicht gesehen habe, dass die meine Finanzdaten haben. Hätte ja sein können, dass Max mich hier gerade aufgeklärt hat. Nein. Fragen wir doch mal, wer von euch hat ein Facebook-Profil? Fangen wir doch mal an. Wer von euch hat ein Google-Konto? Ja. Naja. Ja. Pagito schreibt es ja auch gerade im Chat. Auch ganz normal. Wenn du bei einer Börse bist und so, die setzen halt Voraussetzungen, wenn du eine Auszahlung machen willst. Da musst du irgendwie deinen Ausweis, keine Ahnung, zeigen, deinen Reisepass oder da musst du einen gültigen, keine Ahnung, gültiges Konto angeben, etc. Pipapo. So. Und dann gibt es natürlich der eine oder andere Hase, der Probleme hat. So. Und dann kommt natürlich der eine und sagt dann direkt, oh mein Gott, kann ich wieder nur sagen. Probleme gehabt bei der Auszahlung, direkt das Scam, safe. Wo ich mir denke, ey, du Vollidiot, schreib doch aber den Lukas, der hat schon 100 Leuten geholfen, die irgendwelche Probleme hatten. Das ist auch ganz normal. Das habe ich vielleicht auch mal. Okay, brutaler Lamborghini, egal. Auf jeden Fall, das haben natürlich ein paar Leute auch gehabt. Ich habe es auch gehabt. Brutaler Lamborghini am Driven, verschiss du das nicht? Ach, brutaler Lamborghini am Driven, jetzt heißt es ja. Ja, er hat das an dem Sound erkannt. Und ich bin auch relativ fest davon überzeugt, dass das kein Lambo war. Nee, safe nicht. Die klingen nicht so. Ich habe das nämlich auch am Sound erkannt. Was ist? Nichts, das ist alles in Ordnung. Alles ist in bester Ordnung, wie jetzt wunderbar war. Eingereicht werden mussten. Auch ganz. Wenn mein Finanzberater so reden würde, würde ich mein Geld lieber anzünden. Ganz normal. So, was dann Leute dann auch wieder das als eine Art von Scam darstellen. Ich denke mir so, Digga, ihr seid einfach Bots. Ihr macht das nicht für irgendeinen moralischen Mehrwert oder sonst was. Das Einzige, was ihr macht, eure einzige Absicht ist einfach jetzt nur ein geiles Video mit dem Titel ApoRed, irgendwelche Pseudo-Skandale, um Hauptsache ein bisschen Aufmerksamkeit zu machen, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Leute. Pseudo. Es ist so Pseudo. Krass. Nein, pass auf. Er hat von seinen etlichen Immobilien geredet, die er hat. Und seine Unternehmen, die Millionenumsätze machen. Und seine Uhren. Und seine Autos. Und es wurde alles widerlegt, dass das nicht mehr existiert. Und wir reden jetzt nicht über die Fake-Gewinnspiele, wo es auch die Vorwürfe gab mit den ganzen falschen Firmen und gewinnen die nie. Und so weiter und so fort. Dass da dann Leute sagen, übrigens, jemand lügt hier konstant im Internet und möchte euch jetzt Trading-Sachen andrehen, seid da bitte vorsichtig. Ja, nun, gut, dass sich da der Beschuldigte hinstellt und sagt,
Mein Freund lügt doch nicht. Hä? Nee, natürlich tut er das nicht. Dann hatte er ein Insolvenzverfahren, was sogar öffentlich war. Und dann hat er sich, ist auf einmal abgetaucht. Er hat sogar ein Video darüber gemacht, dass er Insolvenzbetrug begehen möchte. Dass er einfach sein Geld nimmt und nach Dubai abhaut, von dem, was noch übrig ist. Und jetzt ist er wirklich seit einem halben Jahr in Dubai. Das ist krass. Ich habe jetzt auch mal eine wichtige Frage an dich. Wie oft hattest du Probleme dabei, deine Anlagen auszuzahlen, Max? Wie oft ist das vorgekommen? Nie. Dass du irgendwo Geld anlegst und dann Probleme hast, dein Geld wiederzubekommen. Ist das crazy. Das ist so krass. Das ist so spannend. Ich habe eben gerade schon gesagt, er war 2016, als ich angefangen habe mit YouTube, der größte YouTuber zu dem Zeitpunkt überhaupt, der erfolgreichste, der relevanteste, der mit den meisten Klicks, den über die meisten Leute geredet haben. Das war verrückt. Und das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Wie viele weirde Entscheidungen muss man treffen? Vor allem hätte wahrscheinlich da jetzt Finanzberater in Dubai zu werden, während in Deutschland ein Insolvenzverfahren läuft. Das ist verrückt. Das ist wirklich krank. Der hätte auch einfach, weitermachen können. Banana-Split. Digga. Also der Satz, um dann Finanzberater in Dubai zu werden, während in Deutschland ein Insolvenzverfahren läuft, ist schon sehr, sehr geil. Ist ja, wild, auf jeden Fall. Alles aber daran. Zwei Sachen, weil die einen im Chat habe ich ein paar Mal gelesen, hä, war ApoRed so eine Nummer? Ja. Also ja. Ich sag mal, in gewissen Kreisen. Gaming als Call of Duty in gewissen Kreisen. Naja, also auf ganz das. YouTube, Olli. Ja, ich weiß aber, was Call of Duty angeht. Jetzt nicht irgendwie generell nein, Gaming, aber ist kein Gronkh oder so. Nein, er war riesig. Seine Musikvideos haben ja. Aber Millionen ich von erinnere Klicks. Ich erinnere mich, damals noch bei Nerdscope-Zeiten gewesen, dass Robin sich hingestellt hat und Parodien drauf gemacht hat. Ich erinnere mich. Unfassbar riesig. Aber das wurde hier so kurz mal persifliert, aber ich finde wirklich krass, im Prinzip konnten wir nicht nur so diesen krassen, verschwurbelten Niedergang so miterleben, sondern vor allem auch dieses, wie soll ich sagen, naja, im Prinzip, ich weiß, ist das jetzt, wenn er da in Dubai rumhängt und so, wo er halt auch nicht ausgeliefert wird und so, ist schon auch, ist das kriminell? Keine Ahnung. Nee, ich habe keine Ahnung, wie sein Das muss eine Justiz entscheiden. Ja. Ob das kriminell ist. Also ich weiß nicht, ob das weiß nicht halt schon nicht, durch ob du, ist. Ja, weiß ich halt auch alles nicht, keine Ahnung. Vielleicht so kriminell. Gesagt, ja. Vielleicht so kriminell, wie das bei Monte immer auf der Cap steht, das kriminell, weißt du? Vielleicht so kriminell. Ja, stimmt. Ja, Caps Lock hat völlig recht, der ist in Dubai, nicht in Dubai. Ja. Wer weiß, wo Dubai ist? Keiner findet ihn. Niemand weiß, wo Dubai ist. Die Behörden suchen verzweifelt nach Dubai. Ja. Mit YouTube, ganz normal. Der hätte von Fortnite rübergehen können zu, keine Ahnung, GTA-Videos. GTA-RP. Genau, so GTA-RP, Roblox. Genau, der hat auch super viel. Dann redet er so mit seiner Goofy-Sprache und sagt, hier, Hase da, Hase dort, Alter. Und genau, hat seine bestellt sich ein paar Burgies ja, und fertig ist. Ja, das drückt, ist und drückt so dann einfach. Irgendein Kiddie in One Pump und ist fertig, genau. Weißt du? Schon ja, hast du es. Schon hast du es. Verdienst gutes Geld, hast relativ wenig er Stress. Burger? Ich glaube, er meint Burger. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt was hat. Was sind Burgies? Bitte sag mir nicht, dass es Burger ist, bitte. Nein, er hat doch jetzt einfach Apo-Sprech rangehangen, Digga. Burgies. Apo-Rap würde Burgies sagen, ich schwöre. Burgies. Ja, okay. Apo-Rap würde hundertprozentig Burgies bestellen. Oh nein, aber bitte nur mit Latte Macchiato, Alter. Ja, Burgie und weil draußen kalt ist, einen schönen Burgie und ein Latte Macchiato dazu. Ich kann mir, glaube ich, nichts Ekligeres vorstellen, als ein Latte Macchiato zu trinken, während ich einen fettigen Burger esse. Weiß ich gar nicht. Ein Apo-RID-Burgie, meinst du? Ja, ein Burgie. Ja. Wenig Stress Kette und, keine Ahnung. Alles, was du dafür machen musst, ist deiner Community dann die PS5 auch zu geben, wenn du sie verlost. Ja, alles. 17 Fake-Gewinnspiele, 17 Stück, Wahnsinn. Und die machen dann irgendwie ihre 300, 400, 500.000 Views. Wenn sie ein Video über sich selbst machen, machst du gefühlt 3 Views. Machen sie ein Video über Apo-RID. Oder über irgendwelche Themen und was auch immer, behindert viele Views. Und stellt euch mal vor, mit 500.000 Views, was glaubt ihr, wie viel verdient man heutzutage auf YouTube? Ich sage, das sind mehrere tausend Euro. Ich habe eine Frage, Paul. Ist das... Ja, soll ich dir sagen, wie viel Geld man damit verdient? Ist okay, das Oliver. Der Grund, warum er diesen Main-Character-Komplex hat? Dass er wirklich sieht, wenn es um meine Person geht, machen Leute extrem viele Aufrufe und deswegen denkt er muss Fame sein? Weißt du, dass das seine Assoziation ist? Er ist dadurch automatisch Fame, weil man kennt ihn, aber halt nicht im Guten. Aber ich meine ja, also der Zusammenhang ist ja, fame Leute machen alle
Videos über ihn, weil das in dem Moment lustig ist und absurd und weil halt viele fame Leute mit Reichweite was über ihn machen, kriegen diese Videos mehr Aufrufe. Ich glaube aber, er denkt, dass seine Person dafür sorgt, dass die Leute viele Aufrufe machen. Gebe ich ihm aber recht. Okay. Ja, ist schon so. Er ist stupid famous. Die Leute wollen, dass sich andere YouTuber mit ihm auseinandersetzen. Ja. Ja, aber das ist sicherlich erst auch so geworden, ne? Ja, aber schon immer. Also er ist einfach Fame. Und er zieht natürlich, was Views angeht. Ja. Ja, na gut. Ist das sein Selbstbild dadurch wahrscheinlich einfach auch bestimmt. Ne, dass er das sieht und sich denkt, also, so, boah, ich bin halt schon. Ich kann dir sagen, bin der Typ. Der Allerechte hat nicht Unrecht, ne? Wir haben ja zum Beispiel ein Video mit 250.000 Aufrufe. Gib dir schon 2K mit. Crazy. Also es sei denn, du bist Jules auf YouTube. Ja, oder das war. Die Space Frogs. Da kannst du dich schon ein paar Burgies von leisten, du. Dann ist ja, bei dem LeFloid-Kanal wären das so 180 Euro. Dann ist das nicht so. Aber ansonsten geht. Oder du bist Monte, dann sind es 4.000. Ganz so, die stellen sich, sitzen sich da hin. Ja, Upright ist ein Dubi und der macht keine Werbung für jemanden, der macht Trades. Ich, bla bla bla, Trade ist so, es funktioniert so, bla bla. Schuldig, vor 5 Minuten gesagt, schuldig ist eine Anklage. Ja, ist so. Ne, wobei, man muss dazu sagen, nee, wir hätten das Video nicht gemacht, wenn Trimax keinen React gemacht hätte. Not gonna lie. Ah, fertig. Und er rechtfertigt seit 5,5 Minuten. Das ist so, Leute, ich habe mich wirklich, ich bin gerade live gekommen, ich wollte mit Romatra Plate abspielen und dann sehe ich nach 3 Monaten, schreibt ein Zuschauer in den Chat, UpRed hat ein neues Video, das wirst du nicht fassen können. Ich auch da so geht viele mir das DMs Herz auf. Es ist allerhöchste Unterhaltung für mich, sich das reinzuziehen, was als nächstes kommt. Verstehst du das? Ja, ja, ich weiß. Wir überlegen, Trimax wartet sehnsüchtig auf neue UpRed-Videos als andere auf eine neue Staffel Game of Thrones, Alter. Ja, aber glaub, es ist schon wirklich. Auch, ich bin da auch voll dabei. und ganz kurz auf die Frage, nein, man verdient auch nicht an YouTube Premium, wenn das Video demonetarisiert ist das Video demonetarisiert. Mit YouTube Premium kriegst du ja nur was du bekommen hättest. Ja, ist auch egal. Ihr versteht es. Komplette Geschichte. Das ist so heftig, wie oft sich der Charakter, der Main-Charakter, schon verwandelt hat und in verschiedene Richtungen geht. Das ist der Wahnsinn. Das ist wunderbar. Das ist alles Masche. Ich glaube, das ist alles Masche. Der Typ, der stellt sich da hin, ohne einen Proof, ohne nichts, macht ein Video und sagt einfach, oh, ich glaube, das ist Masche. Hey, du Vollidiot. Du hast keinen Beweis geliefert, du hast nichts gesagt. Man sagt einfach, es ist Masche. Ich glaube, das ist Masche. Ich glaube, ich weiß nicht, was Masche ist auch wieder. Man merkt einfach, diese Leute wollen so eine kleine Story aufbauen. So eine kleine Story. Ja, wie gerade gesagt. Nächstes Video. Ist das schön. Ja, ich habe eine Frage. Dazu gesagt, wie hat er sich... Ja, in wie vielen Fällen von komm in meine Telegram-Gruppe, ich gebe dir Trading-Tipps und du nutzt meinen Promo-Code und dann gibt es hier noch diese VIP-Gruppe. In wie vielen Fällen war das seriös? Warte, ich rechne im Kopf. Ich muss zählen. 2 in Sinn. 0. Glaube ich auch. Ich bin zum gleichen Ergebnis gekommen. Unser Chat sagt auch mit überwiegender Mehrheit genau das Gleiche. Lieber Apo, ich glaube, wenn das so der Durchschnitt, die durchschnittliche Antwort darauf ist, das ist das, was die Leute sehen, dann ist das schon okay, dass jemand ein Video darüber macht und sagt, ich glaube, das ist Masche. Weil die Erfahrung sagt, das ist Masche. Und dann ist es okay, aber, wenn man sich hinstellt und sagt, ich glaube, das ist Masche. Aber ich glaube, inzwischen, umso länger ich auch darüber nachdenke, seit Flo das wieder gesagt hat, glaube ich, ApoRed ist leider selber in 20 oder so von diesen Gruppen. Möglich. Und muss jetzt. Er muss sich zurückkämpfen. Muss jetzt, ja. So. Verstehe. Ich dazu geäußert. Ihr kleinen Goofies, wer seid ihr überhaupt? Digga, ich hab YouTube gemacht.
so geil. Nennen wir es beim Namen. Das ist so geil gerade. Das ist so krass. Das ist so krass, dass ich da hinsetze. Er möchte kein Rechtfertigungsvideo machen und rechtfertigt sich und beleidigt die ganze Zeit die Kamera aus Dubai. Das ist so krass. Das ist so krass. Er gibt uns alles, was wir wollen. Ich habe das Video von Klängern gar nicht gesehen, muss ich sagen. Was? Mm-mm. Oh nee, der hat zwei tolle Videos gemacht. Da wart ihr noch Quark am Schaufenster. Wer seid ihr, dass ich auf euch irgendwas, eine Äußerung tätigen muss? Wer seid ihr? Nichts für uns, aber für die Zuschauer, die ganzen Gewinnspiele nicht aufgelöst wurden und die belogen wurden. Ja, ihr seid Bots in meinen Augen. Ich werde doch gleich ausführlich erklären, warum ihr Bots seid. Ich werde es beweisen. Verschlägt sich seine Stimme schon, da ist er aber verzweifelt, du. Ja, ich weiß auch nicht. Ihr seid Bots! Ja, aber wirklich. Okay. Er spuckt die ganze Zeit, Richtung Kamera, hör mal auf. Die merken, oh, es hat Aufrufe gemacht und hier und da. Ein anderer, er hat gemerkt, Digga, man macht Aufrufe, wenn man als Apparat und dieses Thema ausnutzt und ausschlachtet, mach ich mit. Ich glaube sogar jeder, der ein Insolvenzverfahren einleitet, offiziell in einem Video sich den smarten Hasen oder der schlaue Fuchs nennt und dann da zugibt, er möchte Steuerhinterziehung betreiben und sich ins Ausland zurückziehen und von da dann mit hochriskantem Trading dein Finanzberater werden möchte, ich glaube, es ist egal, welcher deutsche YouTuber das machen würde, das würden wir uns reinziehen. Egal ob Chef Strobel, egal ob Klängern selber oder Revi oder Julian Bam oder egal wer, wer diese Kombo machen würde, würden wir uns immer die Videos reinziehen. Hundertprozentig. 100 pro. Selbst wenn Sebo jetzt Insolvenzverfahren anmeldet und rüber geht nach Dubai und da dein Finanzberater wird. Vor allem, da hängt ja immer noch jeder zusammen. Stell dir mal vor, Sebo geht mit seiner ganzen Familie nach Dubai. Mit seinem Kind, mit seiner Frau. Das ist krass. Da geht es gar nicht unbedingt um UpRed, sondern die Story ist verrückt. Wer ist das? Hat sogar eine. Sebo, lol. Wer ist denn das? Karl. Sebastian? Irgendein Sebastian halt, sein Kollege. Sebo, der Kollege von ApoRed? Sebo von Otto? Kollege von Otto. Ah, ein Kollege von Otto. Ah, ja, alles klar. Okay. Ah, okay. Cool. Interessiert mich immer wer, aber ich finde jetzt nicht. Hat sogar einer. Ausgerechnet, guck mal, einer hat sogar ausgerechnet, macht man den Gewinn, wenn man in die Trades reingeht, die Lukas in der Gruppe gepostet hat, über einen Monat. Stimmt, wir dürfen es nicht Dubai nennen, wir müssen Dubi sagen. Ja, stimmt. Ist ein Dubi nicht ein Joint? Ja, für mich ist ein Dubi auch ein Joint. Dubi auch ein Joint, ich chill hier in Dubi, Alter, what the fuck. Aber kein Chat, Dubi. Ist das richtig? Ja. Der weiß, wer zuerst Ja geschrieben hat? Wer heißt der? Smog zum Mock. Der nennt sich Smog Mock, weil der schön einer am Quarzen ist nebenbei. Und das hat sich rausgestellt nach seiner Taschenformel. Dübel? Na, Dubi geht, glaube ich. Hätte man aber seine Trades kopiert über einen Zeitraum von einem Monat, hätte man Gewinn gemacht. Und ich selbst wollte ursprünglich 5.000 Euro reinsetten, habe aber 30.000 reingesettet und habe innerhalb von knapp zwei Wochen 4.000 bis 5.000 Euro Gewinn gemacht, indem ich seine Trades kopiert habe. Der Hase hat funktioniert. So, und das Lustige ist, meine DMs sind offen. Er hat 4.000 bis 5.000 gemacht? Meinte, was heißt das genau, wenn ich 4.000 bis 5.000 Gewinn mache? Der läuft noch. Ja, bist mal ausgezahlt und läuft unrealisierter noch. Gewinn. Ich verstehe. Ist das schon versteuert? Nee. Ey, Red, guck mal. Digga, ich habe 500 Euro Ronin reingesteckt. Digga, der Lukas, der hat mir gar nicht mehr geantwortet, hat mich geghostet. Ich konnte nichts mehr machen, ich konnte nicht mehr auszahlen und so. Nicht mal eine DM. Nicht mal eine DM in dieser Basis. Und wenn da einer ist, schreib mir gerne. Was die Leute aber versuchen, ist sowas auf pseudomäßig darzustellen. Wobei das einfach nicht der Fall ist, Digga. Ihr seid Goofies. Dieser Lukas ist ein süßer Boy, Digga. Lass ihn doch einfach in Ruhe. Lasst Lukas bitte einfach in Ruhe und schickt ihm jetzt 2000 Euro sofort. Genau. Lasst ihn mit 500er Hebel einfach traden, ist ein süßer Boy. Das sind die Argumente, die auf dich gewartet haben. Ich glaube, seit der 100.000 Euro Promo von ApoRed denkt sich der süße Lukas einfach nur, ach du Scheiße, was habe ich getan? What have I done? Mein Business lief doch ganz okay. What have I done? Nur noch DMs mit, was bist du für ein Spacken? Alles ist am Arsch. Aber 100.000 Euro Promo, Digga. Ja. Ich glaube aber auch, so wie sich das jetzt durchgezogen hat, könnte in dem Vertrag mit den 100.000 Euro stehen, dass er ihn süßen Boy nennen muss. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Wahrscheinlich. Das ist schwierig. Krampf, irgendwelche krassen Titel.
99,2% aller Trader machen Minus und schlagen den Index nicht. Das ist verrückt. Ich glaube, der weiß gar nicht, was er da macht. Einmal so und einmal red down. Davon bin ich überzeugt. Wir alle. Ja. Wir alle. Und Apo versteuert doch nicht. Ja, gut, true. Jetzt hier. Digga, ihr beschäftigt euch und ich erkläre euch jetzt, warum ihr Bot seid. Ich glaube. Ganz. Ja. Yeah. ApoRed hat richtig gut verhandelt, hat gesagt 100.000 Euro und ich schwör dir, ganz YouTube Deutschland kennt dich. Und er hat Wort gehalten. Ja, kann sein. Aber jetzt erfahren wir, warum wir Bot sind. Ja. Das krieg ich sogar umsonst. Wir erinnern uns doch auch, wir hatten uns doch letztens hier diese deutschen Andrew Tates angeguckt und so weiter und so fort. Und also irgendwie funktioniert ja sowas immer und ich weiß gar nicht, wie man da so ein Vertrauen reinpacken kann. Echt, du, ey. Ja. Das ist einfach und ganz plausibel. Und warum ich der Main Character bin? Ich bin nicht der Main Character, weil ich Cash habe und weil ich in Dubai oder in Türkei oder Deutschland, in Hamburg lebe und einen gechillten Lifestyle habe. Ich bin der Main Character, weil ich einfach ein gesunder Mensch bin. Ihr seid keine gesunden Menschen, ihr seid Bots, ihr seid krank. Ich sag euch einen. Was kommt jetzt? Er ist der Main Character, weil er gesund ist. Eine bekannte Quote, ein Zitat von einem Bekannten und stramm Prisi. So, er meinte. Was? Und einem gesunden und strammen Präsi, Alter. Jetzt kommt's. Kommt jetzt ein Donald Trump-Zitat? Nee. Jetzt kommt ein Donald Trump-Zitat. Oh Gott. Kim Jong-un-Zitat kommt jetzt. Oh Gott, bitte nicht. Oh, ich bin so gespannt. Oh Gott, Digga, jetzt kommt ein Donald Trump-Zitat. Was jetzt? Jetzt kommt ein Trump-Zitat. Ein strammer Präsi. Jetzt kommt ein Trump-Zitat. Dumme Menschen beschäftigen sich mit Menschen. Halbdumme Menschen, die beschäftigen sich mit Ereignissen. Und schlaue Menschen, die beschäftigen sich mit Projekten. Ich gehe ganz klar zur letzten Stufe, weil ihr juckt mich nicht. Ich beschäftige. Digga, er lädt Monate kein Video hoch und dann lädt er ein Video hoch, dass er sich nicht rechtfertigen muss und dass es ihn nicht juckt. Dann würde er doch niemals ein Video machen. Das ist so krass. Das ist so krass. Wenn es nicht jucken würde, würde er sich doch nicht jetzt in 12 Minuten rechtfertigen. Das ist Humor auf einem Meta-Level. Das ist verrückt. Ich wünschte, er würde eine Rolle spielen wie Moneyboy, aber ich bin mir relativ sicher, dass das wieder ernst ist alles. Ja, aber er kriegt damit die Views, die bekommt er. Also wir schauen das ja jetzt alle an und finden es witzig, weil es unterhalten ist. Aber er kriegt damit ja nicht eine Person, die jetzt wirklich investiert. Weißt du, also. Boah, ich sag so 100, 200 Leute investieren schon nach dem Video. Ja, aber nach dem Video glaube ich nicht. Ich beschäftige mich nicht mit euch, weil ihr seid für mich ein Bots. Ihr seid Leute, die sich mit XY-Person beschäftigen. Was macht Jonathan hier? Was macht ApoRed da? Was hat er gemacht? Oh, Sinanji, hier Skandal. Es juckt mich alles gar nicht. Oh mein Gott, das ist unangenehm, wenn er einfach 20 Mal ein Video sagt, dass es ihn nicht juckt. Das zeigt ja, dass es ihn juckt. Weißt, oh mein Gott, das ist so crazy. Das ist krass. Das ist krass, wie er es dreimal einfach sagt. Lieber die Energie in mich. Da waren über 300 Leute in der Trading-Gruppe. Ja, aber ich kann ja jetzt auch einfach in diese Telegram-Gruppe reingehen, oder? Ich denke, da sind halt dann 50% reingegangen, um sich das anzuschauen, oder? Das kostet ja nichts. Ich habe übrigens das Originalzitat gerade bei uns im Chat stehen. Ist nicht so geschickt übersetzt worden an der Stelle. Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. That is Originalzitat. Von wem ist das? Ja, von wem ist das? Das ist eine gute Frage. Wer hat das gesagt? Das ist doch jetzt so spannend, ne? Ja. Von einem stabilen Präsi. Who said that? Who said that? Churchill. I wanna know. Roosevelt. Der Winston. Roosevelt. Okay, es war Roosevelt. Einstein, sag ich. Nein, es war Roosevelt. Niels Bohr. Ja. Willy Wonka. Gandhi. Der Prinz von Zamunda hat das gesagt. Ja, im Zweifel war der's. Jo, Merkel. Dass jetzt eine Mitgliedschaft da 30 Euro im Monat kostet, dann juckt's ja auch, wenn da 300 Leute drin sind. Er diskutiert die ganze Zeit mit Bots, er beleidigt alle als Bots und redet dann mit denen. Ist das nicht noch dümmer? Es war Frank D. Stremmel. Es war natürlich war es Frank D. Stremmel. Konnten wir denn darauf nicht kommen? Na ganz natürlich, klar, logisch, wer sonst? Ich übertrainiere nicht. Ich doch, Frank. Doch. Ah. Das ist zu spät jetzt. Aus der Nummer kommst du nie wieder raus, Frank. Sorry. Du stabiler Präsi, du. In terms of, keine Ahnung, Nutrition, tausend anderen. Das ist ja krass. Ich konsumiere nicht mich selbst. Energie in mich selbst, in mein Mindset. Ich gehe lieber trainieren. Ich educate mich selbst in terms of.
Er educated sich selbst in terms of nutrition. Digga, was geht ab? Keine Ahnung, Nutrition, tausend anderen Themen. Ich konsumiere nicht wie ihr den ganzen Tag Social Media und guck dann, was Person XY macht. Ich chill mein Leben, Digga, ich chill. Digga, ich lebe in drei verschiedenen Ländern. In verschiedenen Ländern. Okay? Wie geht's? Sorry, Mann. Ich bin mir sicher, ich würde mein linkes Ei darauf verwetten, dass er länger als wir alle auf Social Media hängt. Wirklich. Verwette ich meinen Arsch drauf. Freunde, cool. Ich chill hier mit Simon Desio. Ist das nicht schrecklich, in drei verschiedenen Ländern zu wohnen? Oh, ist es nicht auch schrecklich, mit Simon Desio zu chillen? Das wäre auch das Schlimmste. Also wenn du jetzt sagst, ey, heute Abend chillen wir mit Simon Desio, ey, das wäre meine persönliche Hölle. Wirklich. Das ist so, dann würde ich mich erstmal kneifen und irgendwie so einen Kreisel drehen und gucken, ob ich schlafe oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Holy shit, mach auf. Aber ist auch hart, so mit... Das ist also Steuerflucht in drei verschiedenen Ländern gleichzeitig zu Beginn ist schon auch dann eine Kunst. Catch Me If You Can hat da so ein bisschen Vibes von. Und hier nochmal Share, Digga, Leute, Freunde, die ich seit einem Jahrzehnt habe, wo es eine Real-Life-Freundschaft ist, bei euch eure Freundschaften, Digga, jeder, der nur ein bisschen Brain hat, weiß doch ganz genau, bei eure Freundschaften sind nur Zweckbeziehungen, wo es nur um Profit geht. Bei uns ist es wenigstens real. Ihr macht YouTube zu einer Zeit. Über wen redet ihr denn jetzt? Über wen redet er denn jetzt? Er spricht ganz offensichtlich anderen. Direkt irgendjemanden an, der ihn angepisst hat. Und im Zweifel ist es Klängern, ja. Und er sagt nur den Namen nicht. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass der mehr Zeit auf Social Media verbringt als wir. Der macht dieses Video und stellt sich hin und sagt, das juckt mich alles gar nicht. Dabei ist der im tiefsten gekränkt von dem Video. Wirklich. ApoRed muss sich wirklich, der muss mal seinen Kopf, der muss sich mal einen Hildegard-Orgon-Akkumulator unter das Kissen legen. Ja. Ja. Das macht vielleicht ein bisschen Ordnung. Das gilt wie, Alter. Also das seine. Jede Freundschaft ist fake, außer die von ApoRed und Simon Desio in Dubai. Wow, Dubi. Können wir da einfach ein paar Bilder machen? BFF? Weißt du, so schöne Glitzer-GIFs mit den beiden? Immer so BFF. Brauche ich. Gibt es denn Bilder mit denen zusammen? Weil ich muss mal ganz kurz gucken. Können ja meinetwegen sehr gute Freunde sein, wirst du das ja Wurst. Nein, aber es educate dich mal in terms of friendship, Alter, ganz ehrlich. Echt mal. Ja, es ist mir wichtig. Hier. Educate dich mal in terms of brutition, Alter. Of brutition. Ich gucke, okay. Ich scroll mal ein bisschen durch und gucke, ob ich ein gemeinsames Foto von denen finde. Action da, bla bla bla, und guck, was macht der hier? Ach, das ärgert ihn so sehr, dass er hat immer das so in den letzten Monaten immer so wegignoriert, aber es ärgert ihn so übertrieben. Ich möchte nochmal sagen, dass es losging, er braucht sich nicht rechtfertigen am Anfang. Massenproduktion, Hauptsache viel konsumieren. Vor allem, da kommt ja viel Überwindung mit dazu, weißt du, was ich meine? Du musst dieses Video aufnehmen und dann musst du diesem Video einen Titel geben und es hochladen und dann musst du es freischalten. Ja, dann machst du noch ein Thumbnail und Tags, machst du Videobeschreibung. Alles. Der hat sich richtig viele Gedanken dazu gemacht. Der hat sich richtig viele Gedanken gemacht über ein Video, indem er sich sagt, er will sich nicht recht, also das ist krank, das ist so. Und er hielt es trotz alledem bis zum Schluss für eine gute Idee, das hochzuladen. Ja, ich bin übrigens, also bei Simon bin ich bei 2018 und da war bisher kein gemeinsames Foto. Aber bei dem aller echten Hasen gucke ich natürlich auch noch, Freunde, das kann man natürlich nicht. Meinst du, er hat die ganzen Fotos. Er hält die Freundschaft nämlich am Leben, weißt du? Ja. Nee, die haben sowieso, und das finde ich ein generelles Phänomen, die sehen alle gleich aus, die Bilder, und die sind auch alle irgendwie ohne andere Menschen. Wird's gerade traurig? Ja. Das ist jetzt so richtig traurig. Ich sehe gerade interessante Follower, die er hat. Interessante Follower. Ich will mal kurz ein paar Fragen stellen. Gucken wir mal weiter. So krank. Über Monate lang wollte er sich rechtfertigen, hat es nicht getan. Dann macht er dieses Video. Krank. Ich komme aus einer Zeit, ich habe YouTube gemacht, da war es eine Leidenschaft, da war es eine Herzenssache, da haben... Da war es. Die Leute gefreut, wenn sie nach Hause kamen, ne? Und sich auf sich jetzt einen ApoRed-Kanal rein schon mal öffnen und ein Video reinziehen. Bei euch, Digga, ist einfach nur, wie kann ich jetzt einfach viele Klicks machen? Wie kann ich viel Geld machen? Wie kann ich viel anhäufen?
Deswegen spielen wir an einem Sonntagabend gleich Factorio für 3000 Zuschauer. Anstatt auf Resin zu reacten mit 30.000. Wir werden gleich live vor allen Leuten, vor allen Augen ab 22 Uhr unsere Twitch-Kanäle begraben. Begraben. Die werden einfach wir werden sie begraben. Wir nehmen einfach, wir buddeln ein Loch, setzen uns rein und schaufeln das mit Factorio vollautomatisch zu. So ein Scheiß. Es geht nur um Geld. Aber es ist selbstverständlich alles. Wie lustig. Auf Kosten anderer, auf Kosten anderer. Ich habe wenigstens Videos über mich selbst gemacht, okay? Ich hab's. Vor allem auf Kosten wer? Selbst wenn. Vor allem, warum kamen die Leute früher nach Hause und hatten Spaß, Videos zu schauen und jetzt nicht mehr? Was sagen denn Eli und Monte und Papa Platte dazu? Was ein Scheiß. Das ist so kacke. Vor allem auf Kosten anderer. Wer leidet denn? Nehmen wir an, wir würden wirklich die ganze. Gut, ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich bin echt im Sabaton mit Rosinen drin. Ich bin echt ein schlechtes Beispiel. Sehr schlechtes Beispiel. Aber da kommt ja niemand zu Schaden. Da kommt ja wirklich absolut niemand zu Schaden. Und wenn ich das jetzt die nächsten 3 Jahre machen würde, nur auf Rosinen reacten, würde da niemand drunter leiden. So. Das ist so krank. Scheiße. Stimmt, traden ist Geld machen auf Kosten anderer. Ja, oh mein Gott. Traden ist das Beispiel, wo du auf Kosten anderer Geld machst. Weil du kannst nur Geld machen, wenn andere Leute... Trimix war gerade every US white girl ever. Oh ja, oh my god. Verlieren beim Traden. Anders geht es nicht. Crazy. Wow. Ich habe über 1000 eigentlich nötig gehabt, über 1000 andere Leute zu reden. Ich habe es gar nicht nötig gehabt. Ich mache hier Musik, ich mache da, ich mache Unterhaltung, ich mache hier auf der Straße, bam, bam, bam. Was macht ihr? Was machst du auf der Straße? Mit Bots. Bam, bam, bam. Ja. Ist der nicht... 7 Folgen hintereinander in irgendwelche Privateigentümer eingebrochen für 24 Stunden und hat immer wieder Strafanzeigen bekommen und hat das dann verharmlost und ist nicht zu den Gerichtsterminen erschienen. Das ist echt guter Content, wo man niemandem schadet. Das ist geil. Er hat auch Leuten vorgegaukelt, dass er eine Bombe in dem Koffer dabei hat. Stimmt! Ist dann nicht vor Gericht erschienen, ist dann später, musste er vor Gericht erschienen und hat dann, das Video wurde abgespielt, der Bombenprank. Und hat dann, als das Video lief, die Richterin ausgelacht. Was macht ihr? Was? Echt jetzt? So ja. Alter, es ist halt anders wild. Das klingt ja. Digga. Ja, die Richterin ist halt auch nur ein NPC, Alter. Ist nur ein Bot. Der hat halt nicht getradet. Ihr seid unkreativ. Ihr seid wahrscheinlich auch... Das ist so krank. Das ist so krass, ne? Boah, scheiße, ist das krank, Alter. Ist das Wir machen krank, keinen Alter. Content und sind nicht innovativ. Wir waren bei Seven vs. Wild in Kanada. Dann kommen wir wieder, fahren sofort von Hamburg nach Kopenhagen mit einem beeinträchtigten Rad. Dann war ich zum Eli Geller Cup. Dann kommen wir wieder. Dann ist die Fußballsaison. Dann machen wir die Bundesstreamerspiele, die Great Fight Night 2 und noch eine Food Challenge und eine 7 Tage LAN-Party mit Fußballspiel inklusive. Also, weiß ich auch nicht. Das ist crazy. Ist das langweilig hier? Wir sind alle depressiv. Was wollt ihr von mir? Dann darfst du dir das von jemandem anhören, der 4 Monate lang keinen Content hochgeladen hat. Der dann wieder kommt und sagt, ihr seid alle. Er war damit beschäftigt, langweilig. Geld zu machen, Mann. Ja, verstehe ich. Ja. Er war einfach hochgetradet, Geld zu machen. Ich verstehe. Überhaupt. Ihr seid nicht mit mir auf Augenhöhe. Wobei ich nur gerade im Chat lese, kämpft Trimax wieder gegen Mickey. Trimax kämpft nie wieder in seinem Leben. Da bringt euch keine Aufmerksamkeit, da bringt euch auch keine Zuschauer auf Twitch was, da bringt euch auch kein Geld was, da bringt euch jeder Wagen nichts. Nichts bringt euch was. Ich hab keinen Wagen. Seid für mich Bots. Versteht ihr es? Wie hieß das Video nochmal? Goofy. Bots. Und ich hab halt keine Wohnung mehr, ich weiß nicht, was er will. Ja, was will er denn? Aber was ist denn, was sind denn Goofy Bots? Kann er das mal, kritisiert er andere Creator oder hält er an seiner Community? Nee, er kritisiert andere Creator, so Mimi, Klängern und die Leute, die drauf reagieren. Goofy Bots. Scheiße, bin ein Goofy-Bot, ja. Scheiße, ein Goofy-App-Bot. Kann ich dazu nicht sagen, okay? Ihr macht eure Videos, ja, right down, Digga, ihr guckt, wo ich bin, mit wem ich abhänge, was ich genau mache, mit wem ich geschäftliche Beziehungen habe, was meine Hobbys gerade sind, wie ich mich gerade kleide, welchen Wagen ich gerade fahre. Ich fahre. Wie hieß denn das Originalvideo von Apo? Wenn ich jetzt Miles Auto gemietet habe. Von Apo Rit. Wie hieß denn das Originalvideo? Weiß ich nicht. Kannst du mal nachgucken, ne? Warte. Apo Rit. Und es heißt Apo Rit der Trading Hase. Apo Rit der Trading Hase. Okay, warte mal. Wir sind jetzt Minute 10:33 von 12:15 und ich habe über Trading noch nicht viel gehört.
Also ich hab noch nicht in 10 Minuten, also sagen wir mal in 90% des Videos noch nicht mitbekommen, wo er der Trading-Hase ist. Er hat mich von seinem Kumpel erzählt, der Trading-Hase ist, aber wo ist er jetzt der Trading-Hase? Auch zum Thema der Trading-Hase, was er auch wieder so bezeichnet ist für Trimax natürlich in der Kombination, aber ApoRed, der Trading-Hase, vor einem Tag hochgeladen, 36.000 Aufrufe. Ja, ja. ApoRed, Brot mit Prügeln, wir sind alle Bocked, von Max hochgeladen, vor 8 Stunden 200.000 Aufrufe. Ja, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Ja, wild. Ich glaube auch tatsächlich ernsthaft, er hat wirklich versucht, ein Trading-Video zu machen, nur ist nach 2 Minuten ein altes Muster verfallen. Heute drehe ich ein Trading-Video, Alter. Heute ist es soweit. Das Gespräch mit seinem Trading-Hasen-Kumpel danach war dann auch wirklich so, ja, ich habe hier das Video, hier, und er so, Digga, du redest null über das Trading, du regst dich die ganze Zeit nur über diesen einen Typen da auf YouTube auf. Ja, Digga, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das passiert. Das passiert, so passiert. Jetzt auch. Digga, Dame, beschäftigt. Er sagt jetzt so, ihr beschäftigt euch damit, aber wir beschäftigen uns ja nur damit, weil er sagt, er hat 3 Autos und dann sieht man immer so das ganz kleine, das S von Miles. Er sagt, er hat einen fetten Audi und er matcht sein Outfit mit dem Auto und seine Uhr muss zum schwarzen Auto matchen. Und dann sieht man das, tut so, als wäre es seins, und dann sieht man bei Miles das S und sowas. Dann lehnt er sich auf seinen Range Rover und dann gibt es ein Bild vom Cutter direkt, dass das gerade kein Nummernschild hat und das Auto nicht angemeldet ist und ihn nicht mehr gehört. Würde er das gar nicht machen, wären wir gar nicht so hinterher, um herauszufinden, ob das stimmt, was er sagt. Er kann ja auch sagen, ey, ich bin insolvent, ich versuche jetzt wieder rauszukommen, ich habe zurzeit kein Auto, fertig. Ja. Ja, er muss ja nicht sagen, er hat ein XXL Penthouse mit einer riesen Küche und dann zeigt er die Küche und die Wohnung von seinem Partner, von irgendeinem Sponsor, das gar nicht passieren. Dass er damit aufhört. Ja. Na. Ja, wir hatten ja mal den Moment, ich glaube, es war das zweite oder dritte Video, wo wir noch gesagt haben, ey, jetzt ist noch der Punkt. Jetzt noch der Punkt, wenn er sagt, ja, sorry und back, aber inzwischen... Ich glaube, das war das Video mit dem Fleck auf der Matratze. Ich glaube, das war der Zeitpunkt. Nee, das war traurig. Nee, ich glaube, aber das war das Video, wo wir gesagt haben, dass jetzt war die Chance vorbei. Ja, jetzt ist sowas von abgefahren, Alter. Wohnung ist, das ist verrückt. Wusste nicht, dass wir dieses Sequel gebraucht haben, aber hier sind wir, richtig. Hilft ihr euch die ganze Zeit? Ihr seid geisteskrank. Also wirklich geisteskranke Bots. Und ihr seid so... Es ist so krass, dass er am Anfang sagt, er beschäftigt sich nicht mit uns, er braucht sich nicht rechtfertigen. Und jetzt hat er uns einfach 35 Mal beleidigt. So dekadent, als Person, als Mensch, vom Charakter. Ihr seid so dekadent, ihr seid keine NPCs. Ihr seid dekadent? Bot-Stufe. Wir sind keine NPCs, wir sind Bots. Das ist ein Upgrade, oder? Ist das? Ist ein NPC nicht ein Bot? Nee, ein NPC ist ein Non-Playable Character. Das muss Bot? Nicht... Also Bots kannst du übernehmen, zumindest bei Counter-Strike. Wenn da ein Bot ist, kannst du den übernehmen. Okay, aber den NPC kannst du nicht besser übernehmen. Weißt du, was ich meine? Also ich probiere es nur zu verstehen. Ich würde sagen, dass ein Bot größer als ein NPC ist. Glaube ich auch, weil hinter einem Bot steckt ja ein Mensch. Na, eine Programmierung auch auf jeden Fall und so. Also ich halte ein Bot kann zum Beispiel Muster... ich wollte gerade sagen. Das macht ein NPC auch. Nee, Moment. Ein Bot ist smarter als ein NPC. Ein NPC hat im Zweifel vorgegebene Dialogoptionen und ein paar If-Then-Schleifen drin. Und ein Bot, zum Beispiel schon damals bei Counter-Strike, hat ein Bot eine gewisse Programmierung, wo er auch lernt. Erinnere dich mal damals an die Counter-Strike-Bots, die auch... Ein Bot kann reagieren. Genau. Damit hat ein Bot eigentlich einem NPC was voraus, meiner Meinung nach. Ich sag mal, ein Bot versucht zumindest menschlich zu wirken. Ja. Ich glaube, Bots sind ein Upgrade zu NPCs. Ich glaube das auch. Ich glaube, die Abstufung ist OG, Bot, NPC, Go. Ja, Go, auf jeden Fall. Paul recherchiert noch. Machen wir weiter. Ja, nee, ich habe ChatGPT gefragt, was besser ist. Ja. Bot ist doch auch nur eine Abkürzung von Roboter. So. Na, Bot sind nützlich, um repetitive Aufgaben effizient zu erledigen und rund um die Uhr verfügbar zu sein. Ja. Und NPCs werden verwendet, um die Spielwelt lebendiger zu gestalten und interaktive Geschichten zu erzählen. Die Wahl zwischen einem Bot und einem NPC hängt davon ab, ob sie eine automatisierte Aufgabe in einer Anwendung oder ein interaktives Element in einem Spiel benötigen. Beide haben ihre Stärken und Schwächen und die Entscheidung sollte auf das angeforderte Projekt angepasst werden. Oh, Rennkatze schreibt was Smartes. Jeder NPC ist ein Bot, aber nicht jeder Bot ist ein NPC. Da
Da muss ich jetzt drüber nachdenken, Freunde. Da heute Nacht, wenn ihr ins Bett geht und die Augen zumacht, denkt ihr da nochmal drüber nach. Und dann kommt ihr morgen wieder aufs Video und schreibt einen Kommentar. Da denkt ihr nochmal drüber nach, aber weiterhin unter der Prämisse, was ist besser? Ja. Absolute Botstufe. Und wenn ihr denkt, dass ihr wegen ein bisschen Geld und gerade ein bisschen Aufmerksamkeit, was nichts im Verhältnis zu meinem Status war oder noch immer ist, okay? Oh, hat er kurz wahr gesagt. Wenn ihr euch darauf was einbildet, seid ihr absolute Bots, weil ich bilde mir nichts auf irgendwie Geld oder dass ich jetzt hier in verschiedenen Ländern darauf. Wir auch nicht, oder? Ich bilde mir nichts darauf ein, dass ich übrigens in 3 verschiedenen Ländern lebe und so viele Autos habe und so viel in Geld einem davon gesucht werde. Darauf bilde ich mir nichts ein. Oh mein Gott, ich glaube Mimi auf keinen Fall, Klängern auch absolut nicht, wir beide auch nicht. Das ist so crazy. Das finde ich krank. Nein. Du musst mal. Alter, er sagt, er hat 4 fette Penthouse-Wohnungen und 3 krasse Autos und Uhren und alles heftig und unglaublich fette Unternehmen, die laufen. Und jetzt wurde geklärt, dass er es nicht hat. Und jetzt sagt er, wir definieren uns über all diese Werte. Das ist so Projektion. Krank. Ich glaube, der Unterschied ist einfach nur, dass Max das alles ohne Probleme kaufen könnte. Hallo? Begreifst du das? Ja, ich checke es. Also allein schon, dass er wirft uns allein vor, dass wir uns damit definieren, obwohl nur er das macht und wir damit gar nichts zu tun haben. Das ist so krass. Vor allem, dass er von sich selber behauptet, dass er sich nichts drauf einbildet. Ja. Finde ich geil. Frage an den ehemaligen Psychologiestudenten. Das ist doch auch für gewisse Diagnosen auf jeden Fall ein Symptom, wenn man sowas macht, oder? Die Sache ist, also es ist, Projektion spielt da natürlich eine Rolle. In seinem Fall ist es tatsächlich eher das Phänomen der Verschiebung. Das funktioniert nochmal ein bisschen anders. Aber dass er, dass er halt wirklich so ein narzisstischer Charakter ist, wirklich aus dem Lehrbuch, ist halt schon echt abgefahren. Ja. Narzisstisch und absolut unzufrieden mit sich und der Welt. Ist das Main-Character-Syndrom mittlerweile irgendwie so ein anerkanntes Ding oder ist das einfach was sich jetzt umgangssprachlich durchgesetzt hat? Main-Character-Syndrom ist zumindest was sich mal immer wieder angeguckt wird, weil das dermaßen popkulturell relevant geworden ist, dieser Begriff. Das ist quasi aus dem Narzissmus sozusagen entstanden. Dass da Leute die Auge schon drauf haben, ja. Wilde Sache, ja. Spannend. Ey, wild. Im Hintergrund irgendwie seine Sneaker-Sammlung an der Wand gehangen gehabt oder so. Warum kommen diese Videos auch immer aus dem Nichts? Das ist echt heftig. Die kommen ohne Vorankündigung oder irgendwas. Droppt er. Ich sag auch, das Video nimmt er hundertprozentig runter. Das ist ja unglaublich unangenehm. Erlebe oder sonst was. Ich bilde mir was drauf ein, dass ich, im Gegensatz zu euch, wenigstens schlau bin, okay? Ich bilde mir was drauf ein, dass ich gute Freundschaften habe, ein gutes Verhältnis mit meiner Familie habe, ein gutes Mindset habe. Ihr habt genau das Gegenteil. Ihr habt Fake-Beziehungen, ihr seid nicht schlau, ihr seid dumm, ihr beschäftigt euch mit dummen Sachen, okay? Wer hat denn Fake? Also es sind ja wirklich nur die Meinungsblogger. Warum sagt er das denn? Und Mimi? Und dann die Reaction-Leute. Wie kommt er mit den ganzen Fake? Also wie kommst du denn ernsthaft auf die Idee, dich hinzustellen, ein Video zu machen und sagen, ihr habt alle schlechte Beziehungen zu euren Familien? So, also in welcher Welt ist das? Hä? Ich verstehe es nicht. Das ist so wie so ein, also er kommt mir immer vor wie so ein kleines Kind an der Kasse, was bei der Quengelware nichts bekommen hat und sich dann hinsetzt und schreit. Weißt du? Und dann halt unvernünftige Sachen sagt und tut. Guck mal, du brauchst ja eine gewisse Expertise, was ist angreifbar. Und wenn du das versuchst, irgendwie zu evozieren, wie du Leute verletzen kannst, dann ist das Einfachste natürlich zu gucken, aus welchem Erfahrungsschatz kannst du schöpfen, um Leute anzupissen, wo du weißt, das tut richtig weh. Und da ist die traurige Wahrheit oft, dass dieser Erfahrungsschatz einfach der eigene ist. Weil das ist, was du emotional noch am ehesten verstehst. Genau. Verstehe. Wo du weißt, dass es weh tut. Sehe ich ja gar nicht. Also mit wen hat denn Klängern? Eine Fake-Beziehung. Eine Fake-Beziehung. Ich weiß eh nicht, wann Klängern immer so. Mit mir jetzt ist es raus. Mit dem Haider. Ja, das auch. Mit dem Haider. Da war alles gelogen. Die machen das nur für die Podcast-Money. Also was er hier überwiegend ja Klängern vorwirft, weil er hat ja die neuesten... Und Tinendo auch. Ja, stimmt. Podcast-Money.
Videos gemacht, dass er sich über Autos und so definiert. Das ist krass. Ich beschäftige mich mit guten Projekten. Ihr seid wahrscheinlich alle depressiv, das kommt da irgendwie immer heraus. Dann macht er ein Video, ah, ich bin depressiv, ich bin nur auf einer Anstalt, ich bin auf einer Klinik. Das werdet ihr von mir aus nicht sehen. Ich komme, von mir aus kommt alle. Ich nehme euch Solo vs. Scott in Real Life auseinander. Ihr seid mental nicht auf meinem Level. Da können 10 YouTuber kommen, die mich schießen. Ich nehme euch alle auseinander, in Real, auf YouTube, überall. Ich nehme euch gar nicht ernst, weil ihr seid weak Persönlichkeiten. Ihr seid in der Lage, also wenn ihr vor meiner Schnauze steht, ihr seid nicht mal in der Lage, mir ordentlich zu kommunizieren, weil ihr Bot seid. Das habt ihr schon in der Realität schon oft genug bewiesen. Weil es gerade im Chat gefragt wird, fühlt ihr euch bei so einem Mist eigentlich angesprochen? Also mein Selbstbewusstsein ist schon weg, wenn der allerechte Hase mich so fertig macht. Ich lache auch nicht, also ich weine. Wirklich, wenn er dich so frontet. Wenn er mich so, also ich bin wirklich auch, also ich bin nur noch wegen euch hier und stark. Wäre ich alleine und hätte das Video gesehen, gebrochen, wäre ich in der Ecke und würde weinen. Ja, würde jetzt schon in der Dusche liegen. Ja, in der Dusche, aber ich, das wäre auch so warm. Ich würde die Dusche auch so warm stellen, aber den Strahl so gegen die Wand kommen lassen und ich bin am anderen Ende der Dusche so zusammengekauert und hoffe, so dass aber es irgendwie warm wird. Mit dem Gesicht auch so am Abfluss, dass das Wasser immer noch so ein bisschen hier so an mir rum. Also so könnt ihr euch, so fühle ich mich eigentlich innerlich. Wundert mich überhaupt nicht, Paul. Du bist ja auch ein weaker Character, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich bin Bot halt. Ein Wicker. Bot, ne? Du bist ein John Wicker Character, Alter. Ja, du bist auf jeden Fall NPC. Ja. Nein. Quatsch. Ich finde es gut, dass er in dem Satz anfängt zu stottern, ne? Er möchte darauf, auf die Vorwürfe nicht eingehen und jetzt droht er uns seit 2 Minuten mit Prügel. Er sagt, er nimmt uns Solo versus Squad. Es ist ihm egal, er muss sich nicht rechtfertigen. Es ist ihm wirklich egal. Und jetzt möchte er die ganze Zeit einfach nur Mimio Klängern verprügeln. Und dich? Ich nehme euch nicht ernst. Und das ist mein Fazit. Bot seid ihr. Bot seid ihr. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen. Was denn genau? Was denn jetzt? Das Video hat mir gefallen. Das Video hat mir sehr gefallen. Wirklich. Also da hat er recht. Das ist zum ersten Mal. Hat mir sehr gefallen. Das ist crazy. Oh, kranker Switch. Können wir das bitte noch einmal anschauen? Ja, also, ich hau euch alle auf die Fresse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß darauf ein, dass ich gute Freundschaften habe, ein gutes Verhältnis mit meiner Familie habe, ein gutes Mindset habe. Ihr habt genau das Gegenteil. Ihr habt Fake-Beziehungen. Ihr seid nicht schlau, ihr seid dumm. Ihr beschäftigt euch mit dummen Sachen. Okay. Dumm Sachen. Ich beschäftige mich mit guten Projekten. Ihr seid wahrscheinlich alle... Ihr kommt da irgendwie immer heraus und macht da ein Video, ah, ich bin depressiv, ich bin nur auf einer Anstalt, ich bin auf einer Klinik. Das werdet ihr von mir aus nicht sehen. Ich komme, von mir aus kommt alle. Ich nehme euch Solo vs. Scott in Real Life auseinander. Ihr seid mental nicht auf meinem Level. Da können 10 YouTuber kommen, die mich schießen. Ich nehme euch alle auseinander, in Real, auf YouTube, überall. Ich nehme euch gar nicht ernst, weil ihr seid weak Persönlichkeiten. Ihr seid in der Lage, also wenn ihr vor meiner Schnauze steht, ihr seid nicht mal in der Lage, mir ordentlich zu kommunizieren, weil ihr Bot seid. Das habt ihr schon in der Realität schon oft genug bewiesen. Ich nehme euch nicht ernst. Und das ist mein Fazit. Cool. Bot seid ihr. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen. Wie er selber lacht. Er lacht. Ein weiteres Video haben wir dann schon. Er lacht. Und das ist mein Fazit. Er hat selber gelacht. Bot seid ihr. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen. Oh, er lacht. Digga, es ist eine Rolle. Er hat Charakter gebrochen, Alter. Er hat Charakter gebrochen. Und wenn ihr ein weiteres Video haben wollt, dann springt doch mal gerne den Like-Button. Hä? Das macht's für mich aber so kompliziert. Nehmt diese Gruppe sich ernst. Ihr wisst, was für einen Status die haben. Alter, weggeschnipst hat Boss. Mein Status, immer noch Main-Character. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Das ist krass. Das muss doch fake sein. Meint ihr, er kommt irgendwann? Digga. Er ist vielleicht so inspiriert gewesen von diesen ganzen Böhmermann-Geschichten, dass er irgendwann um die Ecke kommt und so den Riesen-Reveal macht und sagt: So, ey, ich war gar nicht in Dubai und das ist alles gefaked. Ich wollte gerade sagen: ApoRed einfach 2025 der große Reveal. Er ist einfach seit 18 Jahren ein Böhmermann-Projekt. Ja, Corona übrigens auch nicht echt, war ich. Lol. Das ist so. Diese ach so schlimme Pandemie. Oh Gott, bitte nicht. Komm, wir gönnen uns noch die 40 Sekunden hier. Das ist nicht fake. Das ist nicht fake. Das ist das Video war wirklich wieder, das war bisher das beste ApoRed-Video des Jahres. Unterhaltungsfaktor out of this world, wirklich. Also muss man sich auch bei ihm bedanken, ne? Ja. Dafür, dass er uns dann so, also wirklich so gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Endlich erklärt das mein seriöser Mensch. Jetzt habe ich richtig Bock zu investieren. Haha, ich schwöre, ich freue mich auf deine Videos. Comedy pur. Fuck, Alter. Das Ding ist, was ist der nächste Step? ApoRed, der Lukas schickt seit Wochen keine Signals mehr.
machen wir nur Verluste. Der Main Character ist wieder am Start, um YouTube Deutschland zu retten. Der allerechte Hase ist am Traden in Dubi. Ich bin... Sehr guter Kommentar, viele Likes. Ich beschäftige mich nicht mit euch, weil ihr Bots seid. ApoRed macht ein Viertelstunde-Video über Bots. Okay, das war auf jeden Fall geil. Das war auf jeden Fall geil. Wilde Sache, Mann. Aber wie immer, stark unterhaltsam, macht uns einfach viel mehr Spaß mit Trimax zusammen das zu gucken. Ja, ist eine sehr einseitige Beziehung, gebe ich zu, aber ja, ist trotzdem geil. Nee, Max freut sich jedes Mal, wenn wir das gucken. Bestimmt. Ganz bestimmt. Komm, lass doch mal Trimax. Nächste Mal, wenn der allerechte Hase ein Video hochlädt, lass doch zusammen eins machen. Wäre doch auch geil. Da hätte ich Bock drauf. Jetzt sage ich dir, warum das nicht funktioniert. A. Dafür sind wir zu selten online. B. Wenn ApoRed so ein Video hochlädt, ist ein paar Stunden später Trimax Video auch online. Dann bleibe ich jetzt so lange vom Rechner sitzen. Dann bleibe ich jetzt so lange vom Rechner sitzen, bis das nächste Video kommt. Meinetwegen auch 4 Monate. Eieieiei. Das wäre nice. Mach mal. Dann aber auch dauerhaft online halt. Ja. Sehr gut. Freunde, wenn euch das gefallen hat, denkt dran, auf jeden Fall auch bei Trimax einen Daumen hoch und ein View zu lassen. Link ist in der Videobeschreibung. Wie immer, einmal draufklicken, gerne dann zu uns zurückkommen, noch ein Video gucken. Vielen Dank dafür. Kuss geht raus. Wir sehen uns gleich wieder. Wilde Nummer hier. So. Absolut fucking wild. Wollten wir jetzt wieder auf SyncTube wechseln, damit ihr mitmachen könnt? Ich muss mal die anderen Anbieter durchchecken, weil... Aber hier ist doch einfach nur wichtig eigentlich, dass du wieder dein Login findest. Ja, warte mal, ich mach das mal, ich guck mal, ob ich das parallel vielleicht sogar hinkriege. Hey Freunde, danke für Starten des Hype-Trains. Es fehlen nur noch 461 Abos heute. Oh Gott, ich habe das Gefühl, es werden immer mehr, Alter. Nee, es sind viel, viel weniger. Es waren 700 irgendwas. Ja, aber zwischendurch waren es auch mal weniger. Ja. Also, Freunde, Dankeschön, Renkatze, für den ganzen Support. Für alle, die jetzt nicht die Chance haben zu abonnieren, während Olli versucht einzuloggen, gibt es ganz kurz einmal eine Werbung auf Twitch. Klick. Und für alle, die diese Werbung nicht sehen, sie kriegen Werbung von mir, von unserem wunderbaren Partner Waterdrop. Weil ich habe eben die Frage gelesen, was ist denn aktuell euer Lieblingsdrop? This is mine. Es ist Eistee Zitrone. Eistee Zitrone ist wirklich Liebe. Es hat diesen wunderbaren Vorteil, ja, übrigens Ausrufezeichen Waterdrop in den Chat. Freunde, dann könnt ihr auch noch sparen beim Shoppen. Es hat diesen wunderbaren Vorteil. Es schmeckt wie Krümeltee, nur ohne Zucker. Freunde. Wolle, der Trimax. Ich bin drin. Geil. Also, so. Gönnt euch Waterdrop mit unserem Code und wir gönnen uns Waterdrop einfach so. Einfach so. Ich habe vergessen, wie meine Lieblingssorte heißt, aber ohne Scheiß, die hat mich richtig gecatcht jetzt. Also das, die hat so eine geile, dunkle Packung, fuck, Mann. Ich will aber auch mal einen Tipp geben, das macht sonst immer nur ihr. Ich will auch mal einen guten Tipp abgeben. Hello, Dian Novak, dankeschön für die 10er-Bombe. Dankeschön. Waterdrop ist nice, warum habt ihr kein Erb mehr? Gibt es da was? Ist halt einfach vorbei, Freunde. Aber, und da wundere ich mich wirklich, also du bist ja auch seit über 8 oder 9 Monaten haben wir schon unsere Partnerschaft mit R-Up beendet. Mhm. So ist es. Olli, wie war das Passwort? Wir passen alle drauf auf. Nein. Meine Lieblingssorte ist übrigens Oro. Oro? Oro. Oro ist absolut insane. Feier ich hart. Mango, Guayusa, Guave. Dankeschön. Krawallwasser, dankeschön. Geht richtig ab. Also wirklich, ist wirklich richtig geil. Ist das eine Energy-Sorte? Die haben ja auch Energy-Sorten, ne? Es ist so eine Energy-Sorte, ja. Und das Geile ist, und jetzt mal ein kleiner Insider-Tipp, Oro hat eine eigene Flasche. Und das ist mit Abstand die schönste. Shiro, Nero, Oro.
So, was ist denn hier? Vitamine C, B6, B12, B3, B5. Ist da drin natürliches Koffein? Wie viel ist denn da drin an Koffein? Es ist, ich finde das total schön. Ihr habt ja Erb so viel beworben, dass für immer ja. mit euch verbunden sein wird. Ja, aber genauso soll es ja auch sein. Ja. Also das ist ja das, wo wir eigentlich ja auch Wert legen. Und dann war halt nur, und das haben wir ja auch, hatten wir damals auch normal kommuniziert und können wir jetzt auch immer wieder gerne sagen, die haben halt... Sie wollten neue Leute. Ja. Und wir haben dann auch da halt ein halbes Jahr gewartet, bis wir uns einen neuen Partner suchen, weil wir auch diese Verbundenheit fühlen und nicht einfach dann von einem auf den anderen rumspringen wollten. Brombeere-Cola-Nuss ist das, was ich hier habe, mit 100 Milligramm natürlichem Koffein. Wild. Mhm. Geil. Der Hans, dankeschön. Willkommen. Gute Nacht, Eiko. Keine vertragliche Sperre? Inwiefern vertragliche Sperre? Haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Wilde Sachen. Wirklich. Ich finde mal spannend, das dann auch aus eurer Perspektive mal zu hören, wie ihr euch das mit Werbung so vorstellt und Partnerschaften. Also wirklich, wirklich naja, gibt wild. Es. Also gibt ja, es ja. Du darfst ja. genauso auch nicht zur Konkurrenz wechseln als Arbeitnehmer und sonst irgendwas. Verstehe ich. Ja. Vielen Dank übrigens, Level 6 Hype Train. Freut mich wirklich sehr. Ja. Ist das einfach zum Auflösen in Wasser? Ja, also ihr habt hier diese kleinen Würfel. Ja, die schmeißt ihr rein, die lösen sich auf. Packung könnt ihr zurückgeben übrigens auch. Ziemlich super. Könnt ihr einfach mal auf der Webseite von Waterdrop nachschauen. Die haben da so einen Nachhaltigkeitspunkt. Könnt ihr euch drüber informieren. Mir wurde jetzt sehr oft das Video TikTok gesagt, warum du in die Hölle kommst, empfohlen. Okay. Das ist von Renzo. Und ja. Das Thumbnail ist ziemlich wild, weil da steht einfach nur drauf, Gays bestrafen. Wow. Okay. Ja, so, oha. Können wir sehr, sehr gerne. Lass rein. Kann er nicht reinposten. Achso, doch, du doch, kannst doch, ihn doch. Jetzt... Mittlerweile ja. Olli ist ja wieder... Sag mal, hörst du... Von die ganze Chose hier. Ja. Was ist da los? Oh, ich hätte aber so gerne noch vom NDR, ehrlich gesagt, das, die Tricks der Reisebranche oder das 7 Tage in der Trinkhalle gesehen. Aber das Problem ist, die sind sehr lang. Ich habe nicht gewusst, dass das so ausartet mit ApoRID. 7 Tage in der Trinkhalle? Ja, Trinkhalle ist so ein bisschen wie unser Späti. Lol. Woanders heißt sowas Trinkhalle, ganz wild. Trinkhalle? Ich denke an Wikinger und Valhalla, weil so eine Trinkhalle naja. Irgendwie wild. Trinkhalle ist ein Kiosk. Digga, wer sagt denn Trinkhalle? Na, Leute, wo der NDR-Werbung, egal. Ah, NRW natürlich. Wo du gerade sagst, Trinkhalle und so weiter. Und hier, Wikinger. Von Kaufhalle. Kein Spaß. Mein Schwager hat in irgendeiner Artikelüberschrift das Wort Metgala gelesen und sich gefragt, was es wohl damit auf sich hat. Die saufen doch alle Honigwein, ich sag dir das. War lustig. Wild, ey. Nun! Sagt irgendeiner von euch auch Kaufhalle? Hey, ich geh heut in die Kaufhalle? Bestimmt. Wild. Hat Flo einen Hautglättungsfilter? Nee, ich schwitze nur wie ein Schwein, um ehrlich zu sein. Also glossy glänzend bin ich wie Sau, viel, ja. Viel geiler als ein Hautfilter. Schwitzen. Ja, schwitzen hilft. Geil. Und befeuchte mich von innen und außen gleichzeitig. Na komm, lass mal reingehen hier in den Höllenboy hier. Oh, was sagst du zu Gönnergy, Flo? Haben wir probiert. Hallo, Jen. Welcher war der? Der Orangene war der ganz geil ist, den ne? Den Orangene fanden wir, also erstmal sind mir die alle viel zu süß. Das finde ich gar nicht so schlimm, aber Geschmack. Ich bin ja so ein Süßschnabel. Also das fand ich gar nicht so den schlimm. Den orangefarbenen fandst du am besten. Auf den blauen bist du auf dein Leben nicht klargekommen. Auf den Tod nicht klargekommen. Yeah. Also, ich hingegen. Das ist wirklich, der orangene ist für mich eine stabile. Der ist schon. Der kommt gut an eine 8, irgendwas von 10. Also den kalt würde ich mir holen, wenn er irgendwo steht. Den blauen ums Verrecken nicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich kann den nicht saufen. Warum geht würden nicht. Die auch alle nicht gehen? Beim blauen war es bei mir so, ich habe den ersten Schluck genommen und dachte mir auch so,
Und dann habe ich weiter getrunken dich, ne? Und dann war der ein Grower. Der wurde mit jedem Schluck besser, aber auch viel zu doll süß. Aber das ist oftmals so, der hat ja, glaube ich, keinen Zucker. Und das ist oft bei zuckerlosen Getränken, dass dann die Hersteller viel zu viel von dem Ersatzprodukt reinmachen, weil sie denken, sie müssten kompensieren. Und dann wird es viel süßer, als noch die Originaldinger waren. Wie gesagt, der orangene Top, der blaue ist gar nicht meins. Und das aber andere haben wir noch nicht probiert. Die haben wir noch nicht bekommen, die Sorte. Den, ne, gibt's bei Olli an der Tanke nicht. Ja. Den konnten wir noch nicht probieren. Gibt's so, die so, komm, Sorten. Hier, Renzo-Video. Lass mal Dinge tun. Yes. Ich mach, wa? Jo. So. Was für eine Eskalationsstufe! Hallo Freunde, herzlich willkommen bei eurem absoluten Lieblingskanal, der die Entscheidung für euch trifft, ob ihr in die Hölle kommt oder nicht. Beziehungsweise wir gucken uns an, warum TikTok uns sagen kann, ob wir alle in die Hölle kommen oder nicht. Ich höre auf jeden Fall aufmerksam zu. Sag mal, hörst du gerne Taylor Swift oder Beyoncé oder Sam Smith oder Kendrick Lamar? Falls du von denen mal Songs gehört hast, dann muss ich dir leider etwas mitteilen. Du hörst dämonische Musik, du bist auf den Teufel reingefallen. Was? Du kleiner Huch. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Christentalk, Christtalk, Christen auf TikTok. Christtalk. Oh, lol, das ist natürlich... Christtalk. Christtalk klingt wie ein echt umständlicher Name. Mein Name ist Christtalk. Ich bin nämlich mal so durch TikTok geswiped und da war plötzlich dieses TikTok auf meiner For You-Page. Hey, dieses Video ist für jeden, der mit Homosexualität struggelt und der davon frei werden will. Hm? Wait! Warte kurz! Stop it. Get some help. Ja. Just stop being gay. It's the most uncanny meme. Just stop, Alter, jeder, der davon frei werden will, was stimmt nicht mit den Leuten? Als wenn das eine Entscheidung ist. So, heute bin ich gay. Ja, und selbst wenn. Why are you gay? So dumm. Weiß ich jetzt nicht, Bro, ne? Warte, Olli. Das ist auch schon lange her, ne? Ich bin raus. Tschüss, wirklich lange her. Du mit Homosexualität struggles und davon frei werden willst, dann bete doch das mit mir. Was? Dann bete ganz doch ehrlich, das. Ach, bete doch das mit mir. Okay. Jesus. Ich weiß wirklich nicht, ob Jesus die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Ich bitte dich. Füll mich. Bombastischer. Füll mich. Weißt du, was in meinem Kopf schon wieder passiert? In meinem Kopf ist es ein Prank-Video und er fängt jetzt, während er betet, an, so. Jesus. Das passiert in meinem Kopf gerade. Füll mich. Also, für jemanden, der sich gerade von Gay-Shit freimachen will, ist das maybe nicht die beste Wortwahl gerade. Jetzt kann man ja denken, ja, vielleicht ist das ja nur ein wackes TikTok. Vielleicht macht dieser Torik ja sonst... bessere Sachen. Freunde, können wir einfach mal ganz ehrlich miteinander sein? Wir alle wissen, dass die LGBT-Community unter dem Namen von Toleranz und Akzeptanz die Jugend indoktriniert mit Unwahrheiten, welche alle, gottlose Gesinnungen hervorrufen. Torik? Ich kann dir objektiv sagen, dass Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homosexualität ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Wie ist das? Was für eine Eskalationsstufe! Was ist das denn? Und das sagt er als Christ? Hey, du bist ein Mann und liebst Männer, hör auf Juden zu töten. Was? Was? Torik, aber, bitte! Bitte, Torik, alles, bitte! Alles, was er aufgezählt hat, hat doch das Christentum getan, oder? Ja, im Zweifel ja. Absolut Dicker, alles. Torik! Absolut alles. Behave, Mann! Was ist denn da los? Digga, Bischöfe werden ständig strafversetzt, weil sie mindestens zwei von den drei Sachen machen, die du gerade aufgezählt hast. PS, Juden töten gehört heute nicht mehr unbedingt dazu. Das eskaliert, also war... Wie, Digga? Er ist auch ein gerechter Gott, er muss Ungerechtigkeit bestrafen, er muss Menschen bestrafen wie... Er muss Menschen... Kennt ihr das, wenn... Jetzt werde ich gemein, falls... Egal. Kennt ihr das, wenn man eine Zeichnung hat und man verkackt was und dann versucht man das immer auszubessern und es wird immer schlimmer? Ja. Du brauchst nicht weiterreden. Red nicht weiter. Wir wissen alle, was du meinst. Pass auf. Als Gott ihn geschaffen hat, hat er sich gedacht, scheiße, jetzt besteht der Bro plötzlich zu 40% aus Zähnen. Ich mach mal die Lippen ein bisschen dicker.
Oh, Kacke. Ist egal, dann ziehe ich den Kopf halt in die Länge. Und dann wurde das einfach immer schlimmer. Und dann war es Torik. Bestrafe mich, Stalin. Er muss Menschen bestrafen wie dich. Jo, Digga, ich hab gar nichts gemacht. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen, dass ich da hingehöre? Jo, ich mach grad eine Liste von Leuten, die bestraft werden sollen. Wer fällt dir da ein? Also, durch Stalin sind viele Millionen Menschen gestorben. Der sollte auf jeden Fall drauf. Ja, den schreibe ich auf jeden Fall auf. Wer sonst noch? Ja, und Adolf fällt mir natürlich direkt ein. Der hat einen Weltkrieg gestartet und literally Einrichtungen gebaut, um möglichst viele unschuldige Menschen zu töten. Ja, okay, der sollte auf jeden Fall auch bestraft werden. Wer fällt dir sonst noch? Und du. Bitte was? Du musst bestraft werden. Ja, wegen hallo? Deines Homo-Shits. Ey, gucken wir uns einfach mal ein anderes TikTok an. Von wem anders? Es sind ja nicht alle christlichen TikToks so. Ey, aber ich kann mir, also ich, es ist wirklich mal nicht weit hergeholt, warum Rezo jetzt zur Zielscheibe wird, der Inhalte gegen die christlichen Demokraten macht und ja, wie er selber schon sagt, Homo-Shit. Wild, Mann. Hi. Sehr kleine Schrift, da steht, is that what you call men these days? Weiß ich nicht. Da mag jemand die Elevator Boys nicht. Das sind ja wohl keine echten Männer. Sind es die Elevator Klar. Boys? Wer sind die Elevator Boys? Because for me, these are the real men. Was? Zeigt einfach Kreuzzüge. Digga, das sind Kreuzritter. Was hab ich. Och, also ja, wirklich, ich hab schon, musst du halt ich hab einfach. Schon wilde, ich hab schon wilde Rollenvorbilder für Jungs gesehen, aber das ist. Digga, musst halt einfach auch das muslimische Abendland halt einfach mal vernichten gehen, um richtiger Mann zu sein. So. Nobody expects the Spanish Inquisition. Was zum Film? Ganz kurz, für die Leute, die nicht wissen, was die Kreuzzüge waren. Also da sind bewaffnete Christen mal ebenso durch andere Länder gezogen und haben ziemlich grausam viele Muslime und Juden getötet. Bist du dir sicher, dass das die Real Men sind? Kleiner ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist. Viele von denen sind Leute übrigens so auch konvertiert. Proud drauf sind. Also ich meine, es sind sehr viele unschuldige Leute gestorben, weil der Papst basically gesagt hat, mach das, weil Gott hat das gesagt. Also eigentlich sollte das ja eher ein Beispiel dafür sein, dass wenn irgendwer behauptet, er wüsste, was Gottes Wille ist, dass man dann erstmal sagt, nee, ich denk da noch mal drüber nach. Aber weiß ich nicht, vielleicht liegt's auch an mir, vielleicht habe ich noch nicht den Real Man in mir gefunden, der mit Waffen in andere Länder ziehen möchte, um Leute zu killen. Vielleicht fehlt mir diese männliche Energie einfach. Apropos Männer. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben, ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Gott will, dass Männer wie Männer und Frauen wie Frauen aussehen. Männer sollten kurze Haare haben. Das Problem ist allerdings auch, dass denen das Konzept Mode so gänzlich abhanden gekommen ist. Oder so Kleidung wie Toga oder ja. Wickelröcke oder Waffenröcke. Versteckt schon im Namen. Da steckt der Teufel im Detail. Die westliche Darstellung von Jesus ist ja eh schon so ein bisschen, sagen wir mal, durchzogen Bullshit. Von Nichtkorrektheiten. Ja, ne? Bullshit. So, reden wir mal einfach darüber ganz kurz, wo Jesus herkommt und wie Menschen eigentlich aussehen, da wo Jesus herkommt. Und jetzt sagen sie hier, Männer sollten kurze Haare haben. Excuse me, habt ihr euch euren Jesus mal angeguckt? Jesus, so, am I a joke to you? Hä? Frauen sollten lange Haare haben. Nee, Mann, Alter, hier, der Typ, der das vorliest, Alter, sein Jesus, Digga, der hat einen Edgar. Ja. Ja? Da hat er Hürli Schnitschen Edgar. Okay, das heißt, wenn ihr Frauen seid, die kurze Haare haben, oder Männer, die lange Haare haben, dann seid ihr jetzt schon ein Gräuel. Das ist natürlich ungünstig. Männer sollen Hosen tragen, Frauen sollen Röcke tragen. Also Frauen dürfen keine Hosen tragen und Männer müssen Hosen tragen. Ich kann das total nachvollziehen. Also wenn ein Mann keine Hose tragen würde, dann wäre er einfach gottlos. Also dann würde er ja nicht zu Gott gefunden haben und hätte vielleicht gar nicht so die wirkliche Lehre von Jesus verstanden, wenn er keine Hosen tragen würde. Bruder, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beibringen soll. Weil ich bin mir relativ sicher, dass Jesus keine Hosen anhatte. Damals war das relativ üblich, dass alle Leute so Kleider getragen haben. Deswegen hat er auch halt ein Base. Jeder weiß, dass Jesus unter seinem Rock immer eine Radlerhose anhatte, damit man ihm nicht unter den Rock gucken kann. Ganz Jesus normal. Jesus war Freischwinger. Jesus Meinst war du? Aber 10 ja, von 10 auch. War der Freischwinger. Weißt du, deswegen Alter. Haben ihm auch die Leute nur zugeguckt. Gar nicht, die hat gar nicht interessiert, was der sagt, sondern die waren immer so. Ja, exakt. Wie ist die Kleid getragen, Gelten ne? Ich weiß die Regeln jetzt. Auch für den Gott selber?
Das würde mich jetzt nicht wundern, wenn dem nicht so ist. Aber ich glaube, die Jünger sahen alle genauso aus. Ja. Ziemlich sicher, Mann. Nicht. War damals mit Friseuren auch noch nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Gräuel war. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht so Leuten wirklich einfach darum, so den eigenen Modestil auf Leute zu forcen. Aber es ist halt ein besseres Argument, wenn du sagst, Gott will das so. Ey, imagine, ja, dir ist ein Fashion-Stil so wichtig, dass du Gott dafür benutzt, dass Leute diesen Fashion-Stil nachgehen sollen. Ich meine, imagine, ich würde jetzt einfach sagen so, Gott möchte, dass ihr alles Spark tragt. Das möchte der Herr so. Ich meine, das wäre doch nicht okay. Ich kann doch nicht einen Gott dafür benutzen, dass du die Kleidung trägst, die ich gern an dir sehe. Würde. Weiß ich nicht, Digga. Finde ich ganz weird. Okay, das ist offensichtlich wieder eins von diesen TikToks, wo gezeigt wird, das sind nicht die Real Men, das sind die Real Men oder das sind nicht die richtigen Christen, sondern das sind die richtigen Christen. Okay, er ist schon mal kein richtiger Christ. Okay, Leute, die feiern, sind auch keine richtigen Christen. Leute, die Bier trinken, sind keine richtigen Christen. Grüße gehen raus an Bayern. Die rauchen, sind auch keine richtigen Christen. Und die... Und Frauen sind auch keine richtigen Christen. Lästern, Trash-Talken, Gossipen. Ist es Gossip? Gossip, Gossip. Also wenn du so lästerst, bist du auch kein richtiger Christ. Was sind denn die richtigen Christen? What? Aua! Aua! Braucht man Waffen und Flecktarn als richtiger Christ? Hä, hey, wir haben überhaupt gar... Wie Olli versucht, auch jung zu tun. Ja. Kein Flecktarn. Null, das hat wirklich wehgetan. Ganz kurz an der Stelle. Ich bin ja nicht so richtig gläubig. Aber ihr wisst so, meine Eltern, Pfarrer, Opa-Pfarrer, mehrere Tanten- und Onkel-Pfarrer. Ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Und deswegen möchte ich ganz kurz was zu diesen Leuten sagen, die Kreuzritter... als echte Männer und echte Christen ansehen und Leute mit Waffen und Soldaten als die wahren Christen ansehen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, diesen Leuten ihre eigene Religion zu erklären. Jesus war ziemlich das Gegenteil von einem Ritter oder einem Soldaten. Der Dude wird in erster Linie als Lamm dargestellt, als Babyschaf. Das ist ein Babyschaf. Nicht als starker, großer Krieger mit Muskeln und Schwert. Es gibt eine Story in der Bibel. Da sind die Anhänger von Jesus und die sagen so, ey, wer von uns wird im Himmel wohl die krassere Rolle bekommen, weil wir alle so geil gläubig sind? Wer hat da irgendwie die coolere Powerposition? Und Jesus hat dazu nicht gesagt so, ey, Leute, mach mal halblange, ich bin hier der Krassere, ne? Sondern er hat stattdessen angefangen, den anderen, die da am Diskutieren waren, die Füße zu waschen. Eine Geste, die zeigt, dass man kein Herrscher, sondern ein Diener ist. Denn Erster im Himmel sind nicht diejenigen, die Waffen glorifizieren und herrschen und in Kriege ziehen, sondern diejenigen, die anderen Leuten dienen. Anderes Beispiel, als Jesus gefangen genommen wurde und Petrus... Und mir fällt gerade zum allerersten Mal in meinem Leben auf, ist das der Roblox-Schadensound? Ich hab keine Ahnung. Chat? Ja. Lol, ich hab das noch nie gehört, dass das der ist. Jesus ihn verteidigen wollte mit so einem basically kleinen Schwert. Hat da Jesus gesagt, these are real men? Nee, er hat gesagt, Digga, lass mal stecken. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Anderes Beispiel, als Jesus durch die Wüste gelaufen ist, da kam der Teufel und hat gesagt so, ey, ich geb dir alles, was du willst. Ich geb dir Macht und Stärke und Meth. Soldaten und Armeen. Du kannst großer Herrscher sein. Und was hat Jesus da gesagt? Er hat gesagt, yo, Teufel. Ich weiß nicht, wie er ihn angesprochen hat. Er hat gesagt, ich fühle das nicht. Er wollte diese weltliche Macht nicht haben. Er wollte nicht König sein und herrschen und regieren, denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also weltliche Macht und Stärke, Muskeln, Waffen, Soldaten oder im abstrakteren Sinne dann Dann hat er sich eine Handvoll Pilze eingeschmissen und es mit seinem 26 cm Schlong zurück in seinen Harem. Let's go! Politische Macht und so sind keine christlichen Werte. Also wirklich, wer an Kreuzritter und Soldaten denkt, wenn er an Christen denkt, der hat doch im Kern Christentum nicht verstanden. Das ist übrigens der große Unterschied zwischen Religion, so wie sie in dem jeweiligen Buch steht, und der Auslegung von Religion, die durchaus immer viel problematischer ist als die Religion selbst. Wenn du dir den Koran durchliest, wenn du dir die Bibel durchliest oder was auch immer, ich sag's euch ganz ehrlich, da steht eine Menge weiser Scheiß drin. Wirklich, da steht wirklich echt viel intelligenter Scheiß drin. Aber das Problem ist, wie Leute das auslegen und nutzen für sich.
Aber du musst die Sachen noch nicht alle auslegen. Es steht auch eine Menge Zeug drin im Sinne von... Viel Bullshit, natürlich. Schlachte die Ungläubigen, wo ja, immer du ihnen begegnest. Ja, Auge um Auge steht da genauso und dann steht auf der nächsten Seite halt die andere Wangenseite hin. Es ist schon auch viel widersprüchlich. Zwei unterschiedliche Bücher. Altes und Neues Testament, ja. Es sind alles, das ist ja nicht nur die Bücher, es sind ja alles aber Briefe und Überlieferungen. Aber wir sind uns einig, das Alte ist schon das Coolere. Das Alte ist der bessere Film. Das Alte ist vor Jesus. Ja. Ja, und dann wurde es verweichlicht. Ja. Aber gab es noch einen rachsüchtigen Gott, danach gab es den nicht mehr. Den gütigen Gott gab es danach. Trotzdem steht, und das steht da auch eine Menge echt guter Scheiß drin fürs Zusammenleben miteinander. Gerade in der damaligen Zeit wichtiges Ding gewesen. Darum ging es ja im Endeffekt. Ja, Problem sind immer soziale die. Soziale Strukturen irgendwie versuchen unter einen Hut zu kriegen. Also hat man sich überlegt, komm, wir schreiben das alles mal nieder. Wie funktioniert eine soziale Ordnung halbwegs vernünftig? Wenn wir uns daran halten, ist das alles gut. Dann wurde da ein bisschen Motivation reingeschraubt. Irgendwann ist das völlig außer Rand und Band geraten. Schnitt, Papst und hier, Torik. Genau, die es anders auslegen wollen. Ja. Trotzdem, das Alte Testament wäre der bessere Film, ich sag's nochmal. Es war. Genug, das war jetzt meine kleine Nachhilfe für die Leute, die Jesus nicht verstanden haben. Lass uns gerne das nächste TikTok gucken. Jesus! Du, hier! Ja, herrlich. Ja? Ich weiß, wie du dich fühlst. Okay. Du denkst, dass du schwach bist und nie deine Angst überwindest. Okay, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, es tut weh, wenn du einsam bist. Ich bin gar nicht so einsam. Ich fühle es auch. Andere sehen nicht, wie viel du wert bist. Nur ich und mein Schaf. Tun sie nicht? Seit wann? Ich starb und bin auferstanden, um dein Leben zu verändern. Ist euch mal gerade in dem Bild aufgefallen? Ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Ey, aber Spaß beiseite. Ich finde es gar Wie unrealistisch seine Haare nicht gefallen sind. Er war so vorgebeugt und seine Haare waren trotzdem so glatt nach hinten. Er muss echt viel Haarspray drin haben, Alter. Crazy, Mann. Zeitreisen. Das ist Jesus, Alter. Zeitreisen, ich sag dir. Crazy, Mann. Gar nicht so kacke. Also ich glaube, das ist so zeitgenössische Art, wie man Leuten, denen es vielleicht wirklich nicht so gut geht, Kraft geben kann. Ich glaube, das tut actually Leuten gut. Ich finde es halt nur funny für Leute, denen es jetzt nicht so schlecht geht, halt dann von Jesus gedisst zu werden. Hat auch was. Okay, gucken wir das nächste TikTok. You should know, you can... Will mir das TikTok sagen, dass Marilyn Monroe gestorben ist, weil sie gesagt hat, dass sie Jesus nicht braucht? Ja. Not even God can sink the Titanic. You wanna go. Ja, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Aber warte. Hold on. Will mir das TikTok wirklich sagen, weil ein Typ was gesagt hat, was Gott nicht gepasst hat, hat Gott tausende Leute umgebracht, die damit ja gar nichts zu tun hatten. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Zug. Und dann entgleist der Zug, weil Gott das so wollte. Und dann sterben ganz viele Leute und eure Familie trauert und es sind hunderte Menschen tot. Tausende Leben sind zerstört von auch den Angehörigen. Es ist ein riesiges Drama. Und dann kommst du in den Himmel und sagst, Gott, warum bin ich gestorben? Und dann sagt er so, Digga, ich habe euch alle gekillt. Ist mir voll auf den Sack gegangen. Und dann sagst du, warum? Was ist dir auf den Sack gegangen? Und dann sagt er so, eine Woche vorher hat der Schaffner was gesagt. Das hat mir nicht gepasst. Was ist das für ein Gottesbild, Digga? Gott hat Mac Miller getötet, weil Ariana Grande was gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat? Wirklich? Hey, das ist doch geschmacklos. Also mindestens Mac Miller gegenüber, aber ich finde auch eurem Gott gegenüber. Ist das schon Voodoo, Alter? Gott lässt sich nicht spotten? Spotten. Ich weiß auch so, Digga, weil er so buff ist oder warum? Oh lol, Alter, ihr seid ja alle völlig lost. Ich dachte gerade, dass... Ich hab Play gedrückt. Noch jemand? Ich dachte gerade, dass Gott so krass ist, dass der im Gym sich nicht spotten lässt. Ja, okay, spotten gut, heißt nicht ja, dass wenn du irgendwie Bankdrücken machst, dass jemand von hinten steht und wenn du es nicht mehr schaffst, dann greift er rein und zieht das Gewicht so hoch, damit du nicht erdrückt wirst von dem Gewicht, was du nicht mehr hochkriegst. Aber Gott, der lässt sich nicht spotten. Digga, der geht ins Gym rein, 400 Kilo, Bankdrücken. Die Leute so, ey Gott, sollen wir dich nicht spotten? Und der so, nee, Digga, ihr kennt das, ihr wisst die Regel. Gott lässt sich nicht spotten. Es war nur ein Missverständnis, er lässt sich nicht spotten. Er tötet tausende Menschen, wenn jemand gespottet hat. Denn wenn du spottest, tötet er dich, deinen Boyfriend oder tausende Leute, die mit dir auf einem Schiff sind. Klingt nach einem entspannten Guy so, ne?
Wie gut kennst du das Christentum? Part 1. Digga, ich bin on fire. Warte. In welchem Alter ist Jesus am Kreuz gestorben? So, jetzt fangen wir erstmal an. Nach welchem Kalender denn? Gehen wir erstmal so rein. Okay, der ist schon zu einfach. Keine Ahnung. War er 30? Nee. War er 33? Ja. Echt? Alles in welchem falsch. Alter ist Jesus am Kreuz gestorben? Man weiß 30, gar nicht, 39 oder 33? Ich sag 33. 39 ist zu alt und 30 ist zu glatt. Digga, Jesus am Start. Welcher der Jünger hat Jesus verraten? Lothar. A. Petrus, B. Judas, C. Matthäus. Ist klar. Kevin. Judas, Digga. Es ist Lothar. Nee, er ist Judas, verdammt. Judas, ey, aber sowas sind doch auch harmlose TikToks. Das kann man auch mehr machen. Einfach so ein kleines, nettes Quiz nebenher. Das tut doch niemandem weh. Das ist doch nicht asozial. Guck mal, da wurde auch gar nicht jetzt Leuten eingeredet, dass das, was die in ihrer Freizeit machen, irgendwie schlecht oder sündevoll ist. So wie in unserem nächsten Beispiel. Es gibt hier nämlich eine, die hat keinen Bock auf, ich sag mal, dämonische Sachen. Und die klärt halt dann auch darüber auf, was die dämonischen Sachen so sind. Also hier sind gängige Dinge, die Dämonen die Türen öffnen. That's a hard pass. Absolutely not. Also wir haben dabei Sex vor der Ehe, Klassiker, aber auch Horoskope und Sternzeichen. Auch eine Manifestation von deinem höheren Ich. Keine Ahnung, was das heißt. Und Yoga. Yoga ist jetzt actually für mich was Neues, was Dämonisches ist. Sie schreibt zu Yoga auch, dass es für Christen sehr gefährlich ist. Ich meine, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Manche Yoga-Posen sehen auch krass dämonisch einfach aus. Manche anderen sehen aus wie Gay Shit. Insofern verstehen wir alle, dass das dämonisch ist. Aber diese Frau hat auch ein Problem mit der Playlist von vielen von euch. Denn viele Artists sind dämonisch. Musik ist nicht etwas, was dich fragt, um in deine Seele zu dringen. Ganz aktuell Taylor Swift. Wer die Konzerte gesehen hat, gab dort großartige Künstlerin übrigens. Hexerische Rituale. Demi Lovato hat ein neues Lied rausgebracht. Allein das Video ist krass dämonisch. Ich glaube, bei Beyoncé ist es schon lange offensichtlich. Auch die Texte allein. Auch Sam Smith. Wie weltfremd kann man denn sein? Aufpassen. Wer sich auch für dämonische Musik interessiert, überhaupt kein Problem. Kleiner Tipp von mir an dieser Stelle. Schamlose Eigenwerbung. 20.09. Sag ich noch Bescheid nochmal, gehe ich euch auf den Sack. 20.09. kommt Musik von dämonische mir und Suki Musik. Zum Beispiel und Kim. Wild. Und dann noch ein Album dazu. Sweet. Also ein Album und eine Single. Wo kann ich das denn hören? 9. Überall. Überall. Aber macht's einfach nicht auf Spotify. Kauft den Scheiß woanders. Auch in Neuss? Auch in Neuss. Da war's. Prüfen, ist viel passiert. Wachsam sein und schauen einfach, passiert. Was man hört. Also sie warnt vor verschiedenen Künstlern. In einem anderen Video auch vor Kendrick Lamar, weil das halt dämonisch ist oder vom Teufel oder irgendwie so. Und in einem Video zeigt sie auch so ein bisschen ihre Experience, wie es sich anfühlt, wenn sie dann doch mal kurz aus Versehen dämonische Musik hört. Turn 8. Dämonen. Ich glaube, wenn das die Stimme von Gott ist, die Art und Weise, wie er einem Befehle gibt, ich glaube, dann wollen manche von euch gerade unartig sein. Also einfach noch so ein paar Befehle bekommen vom ziemlicher Dom, der Bro, Alter. Na. Vater. Oder soll ich sagen, Daddy? Also ich habe mir die Stimme von Gott irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie so beruhigender, irgendwie so chilliger. Aber was weiß ich schon, ich höre auch dämonische Musik. Das Ding ist, ich nehme sie gerade gar nicht in das Video mit rein, weil sie anderen Leuten sagt, dass Taylor Swift vom Teufel ist. Ich bin stattdessen auf sie aufmerksam geworden, weil sie die Gays auch nicht so nice findet. Hat Gott wirklich gesagt, dass Homosexualität eine Sünde ist? Ja, hat er. Und sie schreibt auch in einem Kommentar zu dem... Weißt du, mir, also ganz ehrlich, dass ihr Leben absolute pure Freude ist, verraten mir schon die geilen Bilder an ihrer Wand. Die versprühen auch so viel Freude. Alleine Menschen, die so wie Kinder im Sandkasten diskutieren. Ja, Gott hat es gesagt. Nee, hat er nicht gesagt. Gott hat es gesagt. Das ist so, Alter. Oh. Olli, du musst halt mehr Main Character. Ja, mehr Main Character, I'm sorry. Real, dass es halt eine Sünde ist und es bleibt eine Sünde, es hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, homosexuell sein ist eine Sünde und klar eine Lüge des Teufels. Und das Ding ist, als ich in diese
Christen, TikTok, Reel, Instagram-Bubble so ein bisschen reingedippt bin, habe ich das viel zu oft gesehen. Also verachtenswerte Aussagen gegenüber Leuten, die halt nicht hetero sind. Die biblischen Werte sagen, Sex gehört exklusiv in die Ehe von Mann und Frau und nur in eine Ehe von Mann und Frau. Also die Frage... So, er ist nur sauer, weil er selber hat weder eine Ehe noch eine Frau noch Sex. Ey, Alter, was für Opfer alles. Es hat genau den Vibe rübergebracht. Es war wirklich genau der Vibe. Ist LGBTQ verboten? Ja. Du musst einfach bekennen, dass du ein Sünder bist. Und einfach damit aufhören, schwul oder lesbisch. Das ist witzig, weil ich habe ein T-Shirt an, auf dem Sinner steht. Witzig, das Flo. Ist aber auch... Ha! Guck. Oh, ist aber da sind Titten auf der Rückseite. Sorry, war knapp. Ist aber auch witzig, weil da steht, Jesus liebt alle. Ja, ja. Naja, nee. Und einfach damit aufhören. Einfach aufhören. Einfach aufhören, schwul zu sein. Hör doch einfach auf. Kein Problem. Gay? Stop being gay. Why don't they buy a house? Lesbisch oder bisexuell zu leben. Die letzten beiden Clips habe ich zensiert, weil beide relativ jung aussahen, der Typ sogar irgendwie wie 13 oder so. Deswegen will ich da jetzt noch nicht zu krass fronten, weil ich glaube, der checkt gar nicht wirklich, was er da sagt. In manchen TikToks wird auch Christen das Christsein aberkannt, wenn sie nicht gegen LGBTQIA+ sind. Und es gibt TikToks, die fangen gut an. Gott will, dass Schwule in die Kirche kommen. Nur um dann zu sagen, yo, die sollen... It's a trap, pass auf, Mann! Nicht Gott, aber Sky Daddy will, dass Schwule in der Kirche kommen. Ja. Nur zu Gott kommen, damit Gott sie von ihrem sündhaften Homo-Shit befreien kann. Und sie müssen mit diesem Leben so aufhören, denn im Himmel ist kein Platz für Sünde. Und ich fand es actually krass, so viele Videos zu sehen, die einfach so krass dagegen haten. Ich wusste nicht, dass das so weit verbreitet ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich eher in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, der aufgeklärter und progressiver ist oder so. Ich fand es halt wirklich krass, weil ich viel mehr solche TikToks gesehen habe, als gegenteilige TikToks. Die gibt es zwar auch, die existieren, aber ich habe die persönlich viel seltener gesehen als diese queerfeindlichen Inhalte. Und das Ding ist, wenn jemand auf die Elevator Boys shootet, weil er Kreuzritter krass findet, dann ist das in erster Linie funny. Das ist lächerlich, das ist zum Lachen so. Irgendwie fühlt sich das für mich nicht so nach einer direkten Gefahr an, sondern es ist eher funny so. Aber dieses queerfeindliche empfinde ich anders. Man muss da auch wirklich nochmal drüber nachdenken. Man muss sich das auch auf der Zunge zergehen lassen, zu sagen... Nee, lieber nicht. Die Elevator Boys sind, ist für mich alles Abfall. Ist mir zu wenig Kreuzritter. Halt, man muss da wirklich nochmal drüber nachdenken. Genug. Du bist mir einfach nicht Kreuzritter genug. Wir leben in einer Welt, in der man sich damit auseinandersetzt. Sorry, ist für mich auch absolut... Dass jemand auf die Elevator Boys shootet, weil sie ihm nicht Kreuzritter genug sind. Das ist für so mich eine krasse Red Flag auch in einer Beziehung, wenn er nicht Kreuzritter genug ist. I'm sorry. Ja. Ja. Darauf mal eine Stunde Yoga, Alter. Ich sag dir. Und deswegen möchte ich darüber jetzt hier nicht nur lachen, weil verschiedene Befragungen zeigen immer und immer wieder, dass auch in Deutschland viele Millionen Menschen Homosexualität nicht okay finden. Und die Straftaten gegen queere Menschen steigt an. Also nicht jetzt so einmal in einem Jahr oder so, sondern wirklich relativ konstant über viele Jahre auch die Gewaltdelikte. Und vor diesem Hintergrund, in so einer Welt, dann einfach so leichtfertig TikToks zu machen, wo man sagt, dass so Homosexualität ja eine Sünde ist und vom Teufel eine Lüge und die sollen in die Hölle kommen, weil sie da leiden sollen und die sollen bestraft werden, so wie Hitler und Stalin und die sind nicht okay, wie sie sind und müssen anders werden, dann ist das nicht okay. Ich hab gar keinen Bock auf diese Ananas. Ich hab gar keinen Bock. Ich weiß nicht mehr, wir haben das neulich in irgendeinem React schon gesagt, einer von euch, und ich finde, es geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf und ich bin da mittlerweile auch überzeugt von Leute, die sich so vehement gegen Homosexualität aussprechen, sind diejenigen, die sich das insgeheim am meisten wünschen. Ich schwöre euch das. Die kommen einfach nur nicht klar damit, dass sie selbst Gay-Shit wollen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist meine Theorie, dass die Leute, die in so einer völlig verkappten Umwelt groß geworden sind, die sich ihrer Sexualität nicht 100%ig sicher sind, dass die Angst davor haben und alles verteufeln, was damit zu tun hat. Ja.
Ich fühle das, ich fühle das davon viel bin ich schon sehr. Ewig überzeugt. Natürlich nicht alle, aber ich habe wirklich Nein, mittlerweile ja. ganz stark das Gefühl, dass es einfach auf so viele zutrifft, weißt du? Ja, es gibt doch dieses geile, es gab doch dieses geile TikTok-Ding, wo der eine Typ auch so überfallen wird und dann, oder irgendwie, wie war denn das, der dazu gezwungen wird und dann so die ganze Zeit so tut, als ob er das nicht will, aber ihn so ganz weirde Ansagen macht, weißt du, was ich meine? Ich muss das mal raussuchen, so ultra lustiges TikTok. Ist genau das, nee. Genau dieselbe Energie. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Übel lustig. Genau. Ist auch ein bisschen wie dieses Ding, wo hier die Gen Z-Dame entführt wird und sich dann über die Polizei abfuckt. Ja, ja. Problem hat, dass eine bestimmte Personengruppe auf Basis ihrer Sexualität verfolgt, teilweise verprügelt, teilweise auch getötet wird, weil sie nicht okay sind. Und man dann sagt, die sind nicht okay wegen ihrer Sexualität. Die sind nicht okay, wie sie sind. Dann ist das fucked up. Das ist nicht eigene Wertevorstellung, das ist nicht tolerierbar. Denn Intoleranz darf nicht toleriert werden, sonst stirbt die Toleranz. Kennt ihr. Und an dieser Stelle habe ich auch gar keinen Konter aus der Bibel. Vorhin konnte ich noch sagen, so, yo, Kreuzzüge ist nicht in Jesus Sinne gewesen, so, kann man alles super belegen, easy. Das Ding ist, Queerfeindlichkeit kann man easy aus der Bibel ableiten. Manche leiten das direkt so aus der Schöpfungsgeschichte ab, weil Adam und Eva ja die Welt bevölkern sollten, Mann und Frau sollen zusammen Kinder bekommen. Aber es gibt auch Stellen, da steht das viel direkter drin. Da steht zum Beispiel drin, dass das eine Sünde ist und diese Leute getötet werden sollen. Das Ding ist, wisst ihr, wer sonst noch in der Bibel Sünder ist und getötet werden soll? Leute, die Wahrsager abfeiern, deswegen das mit den Horoskopen und Sternzeichen, die sollen erstmal ausgerottet werden. Leute, die fremdgegangen sind, töten. Wenn du mit einer Frau schläfst, die gerade ihre Periode hat, dann sollst du sterben. Sie, by the way, auch. Grundsätzlich Leute, die andere Religionen ausüben und Opfer bringen. Das sind eine Menge. Störrische Kinder, die sollen auch deinen, aber nicht irgendwie, die sollen von allen Männern der Stadt gesteinigt werden. Ich weiß nicht mal, wie das organisatorisch möglich ist. Frauen, die keine Jungfrauen mehr sind, wenn sie in die Ehe gehen, töten. Generell sollen alle getötet werden, die sonntags arbeiten, also Polizisten, Krankenpfleger, eine Menge. Und teilweise steht in der Bibel auch, dass einfach unschuldige Leute sterben sollen. Also zum Beispiel so Kinder und Säuglinge oder auch... Mal ganz ehrlich, also ich hab's ja vorhin schon gesagt, in der Bibel steht eine Menge vernünftiges Zeug. Ich sag mal so, die waren damals auf einem guten Weg, nur die Lösungsansätze waren noch nicht so ganz fein ausgearbeitet. So nee, ich zieh mir das raus und dann schneide ich das nach, steht eine Menge gutes Zeug, Schnitt. Und dann lade ich das auf. Sehr gerne, ey. Ey, wirklich, viele denken ja immer, die Bibel wäre wirklich so von einer Person geschriebenes Ding. So, oh Gott, hat das irgendjemand diktiert, der hat das aufgeschrieben. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass das einfach nur eine Ansammlung von verschiedensten Metatron, genau. Ja. Einfach eine Ansammlung von verschiedensten Überlieferungen und Briefen, so eine Anhäufe von allen Erzählungen in einem Verlauf von tausenden Jahren von Leuten, die halt irgendeinen Bullshit erzählt haben über, ja, Jesus, vor 400 Jahren, ja, meine Oma kannte den, die hat gesagt, das war so. Das ist genau das, was in der Bibel steht. Deswegen die kommt da so viel widersprüchlicher Shit zustande. Sehen, Bruder, ich will Bibel einfach Grimmsche Märchen, Mann. Ja. Abgesehen davon, dass auch das alles kopiert ist. Ne? Also auch im Alten Testament schon diese ganze Flutkatastrophe mit einer Arche bauen und so. Das gab es alles schon auch viel länger vorher schon. Ich weiß gar nicht mehr, was bei den Sumerern, glaube ich. Ich glaube, es waren die Sumerer, bei denen gab es das doch auch schon. Wie hieß denn der da, der eine Arche bauen sollte? Weiß das einer? Der hatte doch auch einen Namen. Kevin. Kevin sollte eine Arche bauen. Korea, dieses Ding, wo du über mehrere Generationen so eine Familie bestrafst. Und das sind jetzt nur so die Parts, wo Leute einfach getötet werden sollen. Es steht aber auch einfach random Shit in der Bibel, dass du keine Kleidung tragen darfst, in der zwei verschiedene Stoffe drin sind. Frauen sollen nicht in der Gemeinde reden, man soll den Bart nicht stutzen. Als Mann Gilgamesh. Darf man keine langen Gilgamesh Haare tragen. Man darf keine Schalentiere essen. Und an einer Stelle steht auch, wenn du ein Mann bist und Single, dann sollst du dir keine Frau suchen, sondern Single bleiben. So, ich kürze das mal hier ab. Warum erzähle ich das gerade? Warum habe ich das aufgelistet? Nicht um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopathenverein ist. Denn das wären die ja nur genau dann, wenn die an jeden Satz in der Bibel glauben und danach leben würden. Dann wären die fucked up. Ja, das stimmt. Das Ding ist, das macht halt fast kein Christ. Jeder Christ, den ich kenne, sagt bei einzelnen Sätzen in der Bibel, ja, so wie das da steht,
Nee, lass mal. Und das machen die nicht random. Die sagen nicht einfach, ich würfel, welchen Satz ich ernst nehme und welchen nicht. Sondern die haben da hauptsächlich drei Begründungen für. Nummer eins ist, das ist einfach Quatsch, was da steht. Denn jeder informierte Christ weiß, die Bibel ist nicht direkt Gottes Wort, sondern mindestens Gottes Wort in Menschenwort. Das heißt, Menschen haben das geschrieben, die ihrem Zeitgeist unterlegen waren, die dem kulturellen Wertevorstellung der damaligen Zeit unterlegen waren, die auch dementsprechend Vorurteile und so hatten. Die haben das geschrieben. Man glaubt doch nicht, guck mal, kleines Beispiel. Ich war mal in Bologna an der ältesten Universität Europas. Und da war ein Lehrzimmer, wo Anatomie gelehrt wurde. Und ein großer Tisch halt, wo die Leute aufgeschnitten wurden etc., wo der Professor auch so zeigen konnte. Die saßen drumherum und dann gab es auf der Rückseite so eine große Wand mit einer großen Freske einfach rangemalt und oben so ein kleines Fenster, so ein kleines Pissfenster, was du aufmachen konntest, ne? Oben auf 5 Metern Höhe. Und ich hatte dann die Führung mit uns gemacht, habe ich gefragt, so, was ist denn das für ein Fenster da oben? Und da hat die mir erzählt, da war immer ein Vertreter der Kirche gewesen, der im Anatomieunterricht aufgepasst hat, dass der Professor ja nicht erzählt, der Mensch wäre nicht von Gott geschaffen. Der hat immer aufgepasst, dass der Professor keine Gotteslästerung betreibt. Und jetzt glaubt ihr doch nicht, dass damals die Leute, die den Scheiß in die Bibel geschrieben haben, nicht denselben beschissenen gesellschaftlichen Bullshit unterstellt waren. Und das ist genau das, was Rezo gerade sagt. Natürlich mussten die damals so eine Scheiße reinschreiben, dass Homosexualität gesteinigt gehört. Das haben die deswegen reingeschrieben, weil das damals halt gesellschaftlich so gang und gäbe war. Und nicht, weil das Gottes Wort ist. So. Jetzt habe ich irgendwie Christen verteidigt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum Olli seit einer Viertelstunde so sauer ist, Alter. Ist halt, Dummheit macht mich sauer, Alter. Es tut mir leid. Nee, aber ich weiß nicht, ich finde das alles so absurd, dass sich Leute auf TikTok hinstellen und sagen, das steht in der Bibel, ne? Darfst nicht schwul sein, ich muss dich jetzt töten. Was? Dumm. Kann da was schief gehen? Ja, okay, die zweite Begründung, warum Christen sagen, dass sie nicht daran glauben, was da so steht, ist, dass Jesus teilweise manche Regeln überschrieben / ausgehebelt hat. Also manche Christen sagen, dass Jesus gekommen ist und deswegen gemacht hat, dass man manche Regeln, die in der Bibel stehen, jetzt nicht mehr so befolgen braucht. Dritte Begründung, weshalb Christen sagen, dass sie nicht daran so glauben, wie es da steht, ist, indem sie einfach sagen, ich glaube, das ist anders gemeint. Und das ist so der Go-To-Weg für die Leute, die sich bibeltreu nennen. Also die sozusagen sagen, ich glaube an 100% in der Bibel. Dann hast du ja erstmal ein Problem, weil da viele Regeln sind, an die du dich nicht hältst. Und dann sagst du einfach, nee, die Regeln bedeuten alle was anderes. Also als Frau sagst du zum Beispiel, da steht zwar, die Frau darf in der Gemeinde nicht reden, aber ich guck mal in den Originaltext und das Wort kann man auch so übersetzen und vielleicht ist mit Reden nur Predigen gemeint. Und wenn sie dann trotzdem TikToks machen, indem sie über Glauben predigen, dann sagen sie, ja, aber das ist ein anderes Predigen als das, was da drin gemeint ist. Ich glaube, das ist alles anders gemeint. Ich bin bibeltreu. Fertig. Das heißt, wenn du basically die Bedeutung von allem so ein bisschen drehst und wendest, dann kannst du dir immer noch einreden, dass du an alles zu 100% in der Bibel glaubst. Das waren die drei Wege, weshalb Christen nicht exakt das glauben, was da so steht in der Bibel. So, mein Punkt ist, normale Christen glauben nicht an jeden Satz exakt so, wie er in der Bibel steht und benutzen dafür diese drei Begründungen, die ich gerade angeführt habe. Und diese Gay-Stellen in der Bibel, die kann man auch sehr leicht mit diesen drei Begründungen aushebeln. Sogar easy auf eine bibeltreue Art anders interpretieren. Deswegen lasse ich es nicht als Argument stehen, wenn jemand sagt, ja, das und das und das und das, das interpretiere ich anders, aber das bei dem Gay-Shit, das nehme ich genauso wörtlich, wie es da steht. Nee, die Begründung zählt nicht. Bei allem kann man flexibel interpretieren, wenn es darum geht, ob du zum Beispiel in der Gemeinde reden kannst, aber plötzlich kannst du es nicht mehr. Nee, du kannst Christ sein und Queerfeindlichkeit aus der Bibel ableiten und du kannst Christ sein und nicht Queerfeindlichkeit aus der Bibel ableiten. Es ist deine Entscheidung, es ist deine. Oder du kannst eine Frau auf TikTok sein und Christ sein und Queerfeindlichkeit eben weiter betreiben, aber dann auch deine Fresse halten in der Gemeinschaft, so wie es da drin steht. Kannst du auch. Wahl. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Jeder Mensch entscheidet, an welche Art von Gott man glauben möchte. Wenn man sich so umguckt, dann gibt es ja nicht den einen christlichen Gott, genauso wenig wie es den einen jüdischen Gott oder den einen islamischen Gott gibt. Mitglieder von Religionen sind ja keine gleichgeschalteten Roboter wie so eine Schwarmintelligenz, die alle dasselbe denken und nicken. Das sind ganz individuelle Leute, die auf ihrer Sinnsuche diese Texte teilweise ganz unterschiedlich interpretieren und deswegen auch an verschiedene Versionen von einem Gott glauben. Das heißt, du entscheidest dich ja, welches
Bild von Gott du hast. Und wenn du dich bei dieser großen Frage... Das ist ein gutes Stichwort, welches Bild von Gott man hat. Hattet ihr das als Kinder, dass ihr eine bildliche Vorstellung davon hattet, wie der aussieht? So, man kriegt das ja als Kind erzählt, man wird mal mit in die Kirche geschleppt, man glaubt ja zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht auch dran, bevor man selber alt genug ist. Obwohl das auch ja Sünde ist, ne? Sünde. Ja, absolut, ne? Aber wie sah er für euch aus? Habt ihr das noch im Kopf? Digga, ihr seid beide getauft und so shit. Ich bin nie getauft. Ja, aber hast du dir nie vorgestellt, also gab es für dich nie einen Moment, Digga, wo du gesagt hast, so, es könnte Gott sein? Ich hatte nichts am Hut, bis ich irgendwann Religionsunterricht in der 9. oder 8. Klasse hatte. Und hast du dir da vorgestellt, wie er aussehen könnte? So wie er bei den Simpsons aussah. Okay, siehst du, das ist doch die Antwort, die ich haben wollte. Das ist doch cool. Okay, du hast dir vorgestellt, wie er bei den Simpsons aussah. Geil, nice. Für ja, so ziemlich buffter Bro mit Gandalf-Bart. Okay, für mich war es immer so tatsächlich, habt ihr God of War gespielt? God of War 3, wo er Zeus verprügelt? Ja. So sah er für mich immer aus. Original genau wie God of War Zeus. Ja, nur genau sehr muskulös. Nur weniger gelb. Ja, das stimmt. Ja. Witzig. Paul, bei dir auch so? Ja, so wie Zeus von Herkules auch, von Disneys Herkules. Ah, ja, stimmt. Witzig, stimmt, dass wir... auch, passt das, auch gut. Wir haben alle unser Bild aus der Popkultur, ist witzig. Witzig. Ja, der ist doch garantiert, ist der da auch irgendwo so dargestellt schon früher. Bestimmt. Irgendein Relief von irgendeinem so unchristlichen, macht ihr ein Bild von Gott, Bildmacher. Ja. Freiheit, entscheidest, an einen Gott zu glauben, der andere Menschen auf Basis ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht, ihrem Aussehen, ihrer Herkunft, ihrer Religion, was auch immer, einen anderen Wert gibt oder sagt, dass sie deswegen nicht okay sind, wie sie sind. Dann fick dich und fick deinen Gott. Und wenn jetzt irgendjemand Schnappatmung bekommt und sich denkt, oh scheiße, der hat Gott beleidigt. Wer sich mit seiner Religion in den intimsten, privatesten, persönlichsten Teil von anderen Menschen ungefragt einmischen will und sie deswegen aufs Schärfste verurteilen will, der darf nicht Spielstopp rufen, wenn eine Reaktion kommt. Wenn du selbst deinen Gott als intoleranten, unsympathischen Kecko beschreibst, dann werden Leute ihn als genau das wahrnehmen. Und ganz kurz, an die anderen Leute, die an einen Gott glauben, der nicht rassistisch, nicht sexistisch, nicht Queerfeindlichkeit und so weiter ist. Ganz egal jetzt aus welcher Religion. Schön, dass es euch gibt. Und das Ding ist, die gibt es ja auch. Als ich in dieser Christen-TikTok-Bubble unterwegs war, habe ich auch viele davon gesehen, die einfach positiv ihren Glauben feiern. Und es gibt so vieles Nices, worauf man sich fokussieren kann. Christliche Songs sind teilweise krasse Banger. Und wenn die dann auf TikTok gezeigt werden, teilweise viral gehen, weil es einfach einen nicen Vibe hat, dann ist das doch was Schönes. Oder es gibt Leute, die über persönliche Themen reden, so wie Dating als Christ. Und das ist doch auch nice. Oder die lustige christliche Sketche machen, weil man das halt auf TikTok so macht. Oder die, weiß ich nicht, eine Quizshow machen oder die irgendwie so Call mit Jesus machen oder so. Das sind doch alles coole Sachen, wie man irgendwie in der heutigen Zeit Christentum Leuten näher bringen kann. Oder schließlich auch einfach Leute, die von ihren eigenen Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit ihrer Religion sprechen. Das ist doch was Schönes. Und wie vorhin gesagt, gibt es natürlich auch Christen, die sich ganz klar gegen Queerfeindlichkeit aussprechen. Ich habe davon, finde ich, leider zu wenig gefunden, aber es gibt sie. Idee. Wir gucken uns heute noch an, wie man schnellstmöglich ChatGPT effektiv mit Telegram verbindet. Das geht. Und wir richten eine Gott-Hotline ein. Die Gottline. Gottline. Die Gottline. Finde ich gut. Gibt's jeder darf schon einfach Fragen stellen. Und wir machen ChatGPT zu Gott für echt viele Leute. Flo, warum ChatGPT? Ja. Lass einfach selber schreiben. Nee, es dauert, das wär's. Ey, Digga, das wird so viel Anklang haben. Ich schwöre dir das. Und dann machen wir ein Abo-Modell draus. Nach 10 Nachrichten. Und ich meine, die werden ja insane gut beantwortet. Und vorher geben wir noch einen Prompt ein, von wegen, bitte verhalte dich, als wärst du Gott. Kann er das? Let's go. Ja. Schon, ne? Er sucht dann einfach nach den Referenzen. Wie würde sich, ja, es stimmt. Er würde sich sehr wahrscheinlich, er wäre ein sehr popkultureller Gott. Oh Gott, hab ich da Bock drauf. Und ich finde, Content bringt doch viel mehr. Religion sollte doch was sein, wo man irgendwie bei der eigenen Sinnsuche weiterkommt im Leben, wo man irgendwie Glück findet, wo man besserer Mensch wird, wo man Nächstenliebe mehr auslebt und so weiter. Religion sollte aber nicht dafür da sein, anderen Leuten, die man nicht mal kennt, ihr intimstes, persönlichstes Privatleben vorschreiben zu wollen und sie dafür zu fronten, dass sie es nicht so leben wie du. Ich glaube wirklich nicht, dass Jesus was gegen Bisexuelle oder Homosexuelle oder whatever hatte. Digga, ich bin nicht mal richtig gläubig. Aber ich scheine mehr Respekt vor Jesus und vor Gott zu haben als viele Christen. Weil ich glaube, dass die cooler sind als das. Gott segne euch. Bis dann.
Mashallah. Bis das dann. Gott segne euch, hat mich gekriegt. Ja. Fühl mich auch ein bisschen gesegnet. Ungewohnt. Ungewohnt. Oha, eine Try Not to Cringe Challenge. Das ist bestimmt auch mal ganz gut. Nun. Oh ja, sehr gerne. Die können wir doch noch reinballern, oder? Die macht mich vielleicht wieder ein bisschen. Aber moderiert mal erstmal ab. Hä? Haben wir doch. Achso, okay, gut. Tut mir leid. Dann bleiben wir gleich hier. Ein bisschen knackiger abmoderiert. Verstehe. Tschüss. Nee, wasch. Challenge mit Reeve, die hier, die Hai. Okay, da, was ist das eigentlich? Oh, Anni hat einen neuen Renovierungsvlog, okay, wild. Oh, merken für Mittwoch. Das gucken wir auf jeden Fall, oder? Jetzt geht der Cringe. Dann steht der Mittwoch ja schon fest, dann ist Mittwoch. TCG, Anni, Trinkhalle. Trinkhalle. Oder Reiseveranstalter-Tricks. Guck mal, Handy sagt, ich habe gerade ChatGPT aufgefordert, wie Gott zu schreiben, funktioniert mega. Aber es gab damals schon so eine God-AI. Ganz, ganz früher. Noch lange vor ChatGPT-Zeiten gab es gab's ja auch schon diese Chatbots. Da gab es auch so eine Webseite AI, mit Gott reden. Ich habe auch gerade AI Jesus, habe ich auch gerade schon gelesen im Chat. Ja. Morgen Copy and Taste? Ja. Mal gucken, wie das wird. Wird ein Special. Ja, in der Tat. Ja. Gut. Wer will jetzt geht der Cringe schon auf. Ich glaube, ich habe heute noch gar nicht. Na dann mal los. So, Try Not to Cringe. Also auch mit Rezo und Reef. Ja. Okay. Ich traue mich das fast gar nicht zu sagen. Hallo und herzlich willkommen auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um Rezo-Inhalte geht. Heute schauen wir zusammen mit Rezo und Antonia Try Not to Cringe und wir versuchen auch nicht zu cringen, mal sehen, ob wir besser sind als die. Es wird schwer. Jetzt geht der Cringe schon aus dem Bildschirm hinaus. Wie kann man so wenig Taste haben? Ich sehe okay. Jetzt Prinz Markus. Prinz Markus ist natürlich ein absoluter Cringe-Winner. Immer gut in einer Compilation. Kann man, glaube ich, nichts anderes als cringen, wenn man den sieht. Wie gehen wir denn damit um? Ab wann ist denn Cringe? Ab wann ist denn, sind wir einfach ehrlich und sagen, ich habe gecringed? Ja, klar. Okay. Ja. Ich bin schockiert. Und? Das Kleine. Chat es sieht. Chat hat immer recht. Auch wahr. Ist von Deutsche Cabana! Ich kann auch gerade körperlich ganz schlecht. Oh. Mic an. Gut. Okay, ist schon vorbei. Oh. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal mit dem wunderbaren Gast Antonia. Hi! Ja, wir gucken heute TikToks, aber nicht irgendwelche TikToks, sondern wir gucken TikToks, die Schmerzen bereiten. Ja, die cringe sind, auch. Die unangenehm sind. Aber ich freue mich, weil ich finde cringe, mag ein bisschen cringe. Man muss auch cringe im Leben haben, um auch ein bisschen Spaß zu haben. Fun, 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 fun! Ich finde auch. Können wir reinschauen. We're just friends. So don't go looking at me with that in your. War das ein Move, der zeigen sollte, dass du ihn rangezogen hast? Ja, ich finde es so schlecht, dass ich überlegen bin, ob es mit Absicht falsch ist. Du meinst, ob insgesamt das TikTok mit Absicht schlecht ist, damit sich Leute aufregen? Ja, ob es Joke ist, weil das war ja... Das ist auf einem Level Kacke, dass ich nicht cringe. Das ist einfach nur Kacke. Ich raff's auch überhaupt nicht. Ich glaube, es ist, du ziehst ihn mit deinen Blicken so an, dass er körperlich nicht resisten kann und angezogen wird von deinem Blick. Ich glaube, das ist das Ding. Ich hab den so rangezogen mit meinem Blick. Ich weiß nicht, ob Chat eine Ahnung hat, was ich meine, aber ist das derselbe Lurch, der hier dieses. Ist es der Typ aus diesem. Schon Ruffy aus One Piece, sind wir ehrlich. Nee. Ich mein dieses Men are supposed to be submissive. Also, nee. Ich finde eigentlich kein mit dem Schauspieler, der Ruffy in der One Piece Netflix Serie spielt. Ich bin tode gecringed. Ich glaube, das ist der. Weißt du, wie das aussieht? Als wäre der eins davor jetzt auf mich zu kotzen. Wirklich. See you. Oh nein. Anders wild. Nee. Oh. Nee, das Ding war schlimm. Ganz schlecht. See you. See you. Ja,
allein da hört es schon, also kann ich... Also nach 3 Sekunden möchte ich auch nicht mehr weiter gucken. Du willst in den Gomme-Mode, erkennst sofort, wenn etwas sass ist und du wirst zum Macher, wenn du eine bodenlose Aktion siehst, dann haben wir genau den richtigen Job für dich, der auch noch richtig Slay ist, Digga. Digga. Ich würde auch jetzt... Ich würde auch jetzt gehen, Anton. Bin raus. Amina Kuyim. Das wird die körperliche Reaktion, die man hat. Ist wirklich hart. Ich hatte die zwar schon heute in einem Video dran, aber also leider nicht. Aber ich muss sagen, der Schnitt ist richtig, richtig schön. Ich unterstelle was. Ich unterstelle, es ist eine Spekulation. Bitte lass die mindestens 27 sein. Der Slap hat es nochmal gemacht. Bitte lass die mindestens 27 sein. Okay. Was ich jetzt sagen werde. Hose sitzt gut. Ich glaube, es geht nicht um den Schnitt. Hose sitzt gut. Ich hab's gesagt, ich hab was spekuliert. Naja, der Schnitt macht ja das, was wir sehen. Also es geht schon um den Schnitt. Es geht schon um den Stoff. Immer dieses Hinstellen, dann auch da noch so ein... Ja, so machen, dieser Bounce. Ist schon wichtig. Tja, Fanny, das Jugendwort des Jahres. Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles. Aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders. Aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammen arbeiten. Also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt jemanden abschleppen. Also. Nee, also das meine ich jetzt nicht, das Abschleppen, jemandem abhängen, sagt man doch da, oder? Nein, Carsten, da gibt's gleich Ärger später, glaube ich. Tja, Fanny. Carsten moderiert nicht mehr. dieses ganz verlegene noch am Ende. Ja, vor allen Dingen, Digga, Carsten wusste es genau, was das heißt. Die Frage ist halt, wenn Carsten dachte, Smash heißt etwas zerdrücken, warum hat er dann, also selbst mit dem Gedanken zu sagen, das mache ich immer gerne mit dir. Das, liebe Reeft, ist ein anderer Kink. Hier, also im Studio, Carsten. Das ist eine Rotzfrechheit. Das ist nur so ein kleines Missverständnis. Mach weiter. Ach so, Entschuldigung. Ach so. Ich hab's gerade so eine Anmerkung gemacht. Aber falls du doch willst. Ach so, war nur. Ja, wenn dann. Du willst, aber wenn nicht, dann also, wenn nicht, dann nicht. Ich hab's auch gar nicht so gemeint. Bist eh hässlich. Bist eh hässlich. Das sind die neuen Schuhe. Klar. Ja, hier. Von Nike, die sind verboten vom Olympiakomitee, weil man mit diesen Schuhen, ich merk's schon, 5% schneller ist wie ein normaler Mensch. Ey, wegen diesen Spikes. Man muss sich doch aktiv Mühe zu geben, um so zu sein. Und da ist man so schnell und ich lauf schon. Yeah. Was mir immer wieder auffällt, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Die ganze hintere Wand ist ja voll mit Dollarzeichen. Ja. Wie kann man so wenig Taste haben? Das sehe ich auch bei den Geistens immer ganz viel. Die haben auch immer alles mit so Dagobert Duck und Minnie Maus. Warum und denn? Erinnert sie das zurück an ihre Kindheit, wo es irgendwie noch um andere Sachen ging oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich leider nicht sagen. Ich sag nur Sperma, ist ekelhaft. Können wir das nicht? Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ich habe das Gefühl, es wird so, wie es nicht sein sollte. Aber ich bin wieso? Hier in das Video rein. Oh mein Gott. Erklär mal die Kommentare. Guten Morgen. Das sind nur über 40, über 50 Leute, die das... Dicker. Ich traue mich das fast gar nicht zu sagen. Ich sollte das auch nicht sagen, aber ich glaube, Leute, die das lustig finden, ich glaube, man würde eine große Schnittmenge... am Wahlverhalten auch. Lass das mal so stehen. Ist das nicht Toss? Was soll Toss sein? Dass sie ein bisschen Sahne ausspuckt? Oder Joghurt? Oder Creme Fraiche wahrscheinlich? Creme Fraiche macht's richtig eklig. Hier seid ihr widerlich. Super lustig finden. Oh, und jemand schreibt noch was im Mund, es wird geschluckt. Muss das? Nee, wieso? Das ist schlimm, ich weiß nicht, ob die Kommentare schlimmer sind oder ist das Video. Peinlich. Ich bin schockiert. Imagine, du gehst in die Schule und das hat deine Mutter gemacht. Du kommst in die Schule und das schicken Leute so rum in der WhatsApp-Gruppe. Nee. Schule wechseln, ne? Es hat nur 120 Likes, aber es hat auch so massivst viele Kommentare. Wer hat die Videos rausgesucht, dass es mit 120 Likes auf seiner For You-Page war, ist dann wieder die Frage, weil Hashtags waren da jetzt nicht, wo man sagen würde, Jakob, was ist also Hashtag Sperma ist jetzt muss man dazu sagen, wer auch immer halt die Sachen vorkuratiert für Rezo, die sucht ja jemand raus, dessen For You-Page muss eh die Hölle sein. Ja, ich glaube auch. Da hat Jakob ja jetzt nicht spezifisch nachgesucht haben, Jakob, eigentlich. Ich kann das erklären, ich kann das wirklich erklären. Rio!
Rio! Was ist denn mit Justin passiert? No from! Rio! Rio! Also er sagt real. Ja, er sagt real. Ich finde auch die ganze Zeit Rio. Hab ich aber auch. Chano die ganze Zeit steht. Rio. Ich dachte, er macht eine kranke Katze. Kennt ihr den nicht? Das ist dieser Vogel, der mal an alles, was er trägt, rangeht mit so einem absoluten, so einem 5-Dollar Diamantmessgerät. Ja. In Anführungsstrichen. Kenn ich nicht, überall nee. Dranhält und sagt Rio. Warum er sich jetzt hier Wasser drüber schüttet, habe ich keine Ahnung. Also, das darf ich auch nicht. Kenn ich nicht. Er kippt da Säure drüber. Und wenn es Säure. Und er hat dann auch einen Schluck getrunken, um zu beweisen, dass er sich gleich auflöst. Ich habe heute Morgen stand ich am Bahnhof und da kam so eine Omi, die muss mit ihrer Katze gerade zum Tierarzt gefahren sein. Die waren so in der Transportbox und ihr wisst, wie sich Katzen manchmal, wenn sie da nervös sind, verhalten. Die mauzen dann die ganze Zeit rum. Die klangen genauso. Ja. Die klangen genauso. Die hat auch gerade TikTok-Stream gemacht und bewiesen, dass ihre Jewelry echt ist. Wasser genau, drüber kippen, genau, dass es real ist? Ist das eine Art, wie man das testet? Ja, eigentlich, ich weiß es nicht. Da kenne ich mich da nicht genug aus. Aber grundsätzlich, wenn Leute im Internet sich so geben, glaube ich grundsätzlich, dass sie viel Geld haben. Weil noch nie ist es passiert im Internet. Noch nie hat jemand so getan, als hätte er super viel Geld. Richtig. Und hatte dann kein Geld. Stimmt. Antonia. Schau mal, Leute, ab und zu auf schau mal davon. Es ist real. Du musst auch real. Rio. Du musst auch mal ein bisschen Leuten was glauben. Ja, ich glaube dem das. Ihm, oh, der ist stark. Klassiker. Die haben versucht, den nächsten Move vorher zu sagen. Stein, Schiff, Papier, wer anfangen darf. Wir haben direkt geschaltet, was da passiert und wie man das kontern müsste. Oder wir haben es alle nicht gerafft. Das war der weltcoolste Handschlag, mit dem man sich nicht mal berührt. Aber wir haben es nicht. Können wir den trainieren? Lass mal versuchen, einen Handschlag zu machen, wo wir so wenig unsere Hände berühren. Ultra-Instinkt. Es geht gar nicht. Und sah es jetzt cool aus auch? Es sah mega cool aus. Ich glaube, es war sehr cool auch. Ich glaube, cool ist das richtige Wort für das, was gerade passiert ist. Das ist jetzt ein TikTok und es kommt die nächste Cringe-Compilation, wo wir reagieren. Ja. Den Blick in die Kamera finde ich immer gut zwischendurch. Er ist gar kein abgehobenes Arschloch, er tut sich doch nicht füttern lassen. Er ist einfach alleine. Von Witz-Reason. Ah, das war seine Hand eigentlich. Ja, die ganze Zeit. Ach so. Verstehst du nicht seinen Humor? Gott, wie traurig der Gedanke ist. Auch gut. Nee, finde ich lustig auch. Der macht es schon sehr lustig. Lustiges Video. Du wirst keine Freundin finden, wenn du emotional bist. Oder doch. Du findest vielleicht eine Freundin, weil sie deine Nase mag, weil du ihr optisch gefällst. Aber es ist ganz, ganz schnell aus mit der Beziehung, weil du Emotionen hast. Also ich verstehe das nicht. Warum so Leute, die irgendwie ganz offensichtlich keinen Plan von irgendwas haben, auch immer anfangen müssen, irgendwie andere Coaches zu wollen. Das ist ganz schlimm. Ich finde, Emotionen sind ganz wichtig. Ich finde es total schön, wenn jemand sensibel ist, weil wenn jemand unsensibel ist, heißt das, dass die Person auch nicht rafft, wenn es dir schon mal schlecht geht und auch anderen Leuten gegenüber nicht versteht, wie man sich vielleicht ausdrücken sollte und dann vielleicht unfreundlich ist zu Kellnern oder zu irgendwem anderes. Und das mag ich nicht. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass Leute emotional und sensibel sind. Okay, ich interpretiere da gerade viel zu viel rein. Um gut mit anderen umzugehen. Ja, finde ich auch. Sehe ich genauso. Finde ich sehr, sehr richtig, was du sagst. Finde ich. Oh, stark. Oh, voll auflaufen lassen. Sehr gut. Schön cringe. Jetzt geht der Cringe schon aus dem Bildschirm hinaus. Ist jetzt von hier. Oh Gott, das ist ein Dance-Battle. Was für ein Stil ist das? Ist das Anime-Intro-Stil? Ist in der Schule? Stil ohne Musik schon mal primär. Wow. Und sie ist mehr so... Boxen die sich jetzt? Was boah, das ist ein Gegner, der will cringe, Alter. Ist das schlimm? Ich halte dich aus, wirklich. Fand ich jetzt gar nicht so wild. Ich hab's nur nicht gekriegt. Können wir jemanden tun, der noch jünger ist, der es uns erklären kann? Weil ich bin da auch raus. Ich weiß gar nicht, was die Situation ist. Ich erkläre euch die Situation. Das ist an einer Schule. Guckt ihr die umherstehenden Leute. Das sind alles junge Menschen. Das wird auf einem Schulhof sein. Und die werden sich irgendwie, weiß ich, vielleicht in die Haare gekriegt haben während des Klassenunterrichts. Und dann hieß es halt alles klar. Wir klären das in einem Dance-Battle, so wie das halt in der Schule läuft. Ja. So ein amerikanischer Teenie-Film. Welcher schlechter Film ist das denn? Und dann, ich glaube aber tatsächlich, deswegen standen so viele auch da,
waren sie dann in dieser typischen Situation, wo du das aus Spaß gesagt hast, aber jetzt gucken so viele Leute zu, dass du es doch durchziehen musst. Weißt ja, du? Ja, dann Respekt. Und dann war es richtig unangenehm, ja. Alles daran war gut. Die sind am Ende, sie sind noch im Bett gelandet, die beiden. Ich hoffe das sehr. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich werde auch immer verwirrter mit der Zeit. Vor allem, es sah auch so für so einen Kurzmoment sah es so aus, als würde er wirklich jetzt was rocken. Ja. So. Hä, war gut. Aber dann war es auch vorbei und dann wurde. Nee, das kann ich nicht. Komm mal, komm, weiter. Ja. André, komm! Junger Mann! Kann man lieber nicht in Ruhe spielen, ihr Scheißbullen! Was? Kann man nicht in Ruhe spielen hier? Was? Meine Fresse! Ich glaube, ich spiele. Komm einmal raus, ich will in Ruhe spielen hier! Kann ich weiterspielen? Komm, weißt ich du, wer hier vor dir steht? Ja, die Bullerie Abflug, ich will weiterspielen. Bist du der Sohn von unten? Ja. So, jetzt kommt erstmal. Bist du der Sohn von unten? Hä? Wieso hat der Polizist eigentlich so eine Intimfrisur auf dem Kopf? Das ist eine wilde Frisur. Was ist das? Hä, aber hatte der die schon so, also der Schauspieler, oder haben die einfach gesagt, hey, können wir nicht die Rolle noch irgendwie lustiger machen? Kann mir beides vorstellen. Hast du mal Avatar gesehen? Oh mein Gott. Ja, den Pfeil hätte er schon machen können. Ja. Ja. Jetzt sind wir bei dem Ü40 TikTok angekommen. Wow, Alter. Das. Sie ist nicht mal Ü40, ne? Aber das ist vom Style, ist das halt Ü40 TikTok. Ja, auch der Filter und der Emoji. Alle Sachen, die ich sagen möchte, kann ich aus juristischen Gründen nicht sagen, wenn ich solche TikToks sehe. Ich sage eine Sache, ihr Schrank ist fucking gruselig. Echt, Alter. Das ist wirklich schlimm. So was, also diesen Furzhumor. Ey, ich hatte heute, als ich mein Kind von der Kita abgeholt habe, kamen mir so zwei Eltern entgegen, die jetzt nicht aus unserer Kita sind, aber sie sind da die Straße lang gelaufen, mit auch ihren Kindern. Und die sahen vollkommen normal aus, fand ich. Und dann blieben die vor so einem Laden stehen, natürlich, weil super nice, neben unserer Kita ist gleich so ein Kindereinkaufslädchen. Und sagen, ah, wollen wir nicht noch ein Furzkissen mitnehmen? Okay. Furzkissen ist wieder so drüber, dass es einmal lustig sein kann, dann, aber das kannst du nur einmal im Jahr rausholen so. Aber jetzt stell dir mal vor, weil Berlin Moti, wie schreibt dir gerade sowas? Du installierst dir TikTok. Als ganz normaler Mensch. Und dann sind so die ersten 10, 15 Clips, die du kriegst, sowas. Den installierst du doch gleich wieder. Ja, aber es passiert nicht. TikTok ist ja nicht dumm. Also er hat geschrieben, bei ihm war das. Du musst aktiv, nein, du musst, dann tut's mir leid. Hat er geschrieben? Das, okay, aber dann hat das irgendwie, also dann hast du dein Telefonbuch freigegeben und dann wohnst du irgendwo. Ja, das ist wahrscheinlich der Fall. Wo das gang und gäbe ist. Ich finde auch ganz schlimm, also. Dass das so aussieht. Weiß ich nicht, also ich kann über sowas nicht lachen und vor allem, ich finde Menschen, die über sowas lachen, auch unsympathisch. I'm sorry. Ich finde es auch schwierig. Die, ja. Diese. Alles. Wirklich alles. Die Puppen. Oh mein Gott, die Puppen. Also, oh mein alles, Gott. Alles in der Wohnung ist genau das. Ist genau diese Art. Ach, das tut mir leid. Der Therapeut meines Therapeuten braucht jetzt einen Therapeuten. Mein Therapeut hat mich angezeigt. Ich weiß halt nicht, wie man innerlich an den Punkt kommt, das zu drehen. Also wie man sich denkt, das ist so funny. Ich mache jetzt wie so ganz viel. Hier sind so Furzgeräusche. Das ist ja, Handys. Das ist so mega lustig, diese Furzgeräusche. Der plötzliche Zugang. Ja. Zu Medien und Internet. Ja. Und du hattest den vorher nie gehabt? Hi, mit meinem Onkel. Liebst du mich? Ja. Bin ich geil? Du bist richtig mega geil. Das geht eh nicht viral. Boah, wenn das wirklich ihr Onkel ist. Er weiß gar nicht, was das Video ist. Er tut mir so ein bisschen leid, weil er weiß gar nicht, worum es da geht. Und er kriegt so einen lieben Liedstrich. So, und er weiß nicht mal, was passiert, aber er kriegt so ein Stück. Aber alleiner Slate. Oh Mann, der arme Digga, der weiß gar nicht, was los ist. Und dann gibt's so ein Video von dem im Internet. Puh. Ja. Nee, ja, brauchen wir noch. Das Kleid ist von Dolce und Gabbana. Es hat 3000 Euro gekostet. Imagine, ja, du gehst ins das Kleid ist von Dolce Gabbana. Imagine, du gehst ins Kino. So, du denkst, ey, ich habe heute mal einen freien Abend. Jogginghose, genau. Entspannt. Ich mache mir einen schönen Abend, gehst ins Kino, kaufst noch so Popcorn. So, ey, mega geil. So, ich habe meine Cola hier, mein Popcorn. Und du gehst da in deine Reihe, guckst du so, Reihe 14, ich glaube, das müsste hier sein. Kommst da rein und dann kommt hier das auf dich zu. Das Kleid ist von Dolce und Gabbana.
Ich würde gerade sagen, in Suddenly Desiree Nick, aber ich glaube, niemand halt mehr so. Kennt Desiree Nick. Ja, das ist das Problem, die ist halt so, ne? Anna, es hat 3000 Euro gekostet. So, ja, okay, ist gut, ich wollte ja nur sitzen so. Und jetzt sitzt. Es gibt Leute, die bezahlen Frauen dafür, so zu reden. Ja. Und jetzt sitzt so eng wie bei einer Presswurst. Aber Claudia Obert ist ja jetzt getrennt von ihrem Fake-Lover. Deshalb habe ich beste Laune. Alter, wie savage. Was ist denn los? Wie böse. Dir? Warum shootet sie so? Seit wann gibt es Promi-Drama auf so Ebenen? Ich weiß gar nicht, wer diese Frauen sind. Es sind einfach reiche Frauen. Ist das eine reiche Frau einfach? Du hast recht, Flo. Entschuldigung, ihr Kleid kostet 3000 Euro. Das ist von Dolce und Gabbana. Gabbana. Nee, finde ich gut. Okay, ey, das war's mit den Cringe-TikToks. Hast du ein Fazit aus dieser... Schade, schon vorbei. Ey, lass mal eine Marke gründen. Deutsche Cabana. Deutsche Cabana, ja. Das ist richtig geil. Lehre gelehrt. Also, du weißt. Boah, habe ich ein Fazit daraus gezogen, dass wenn ich mit Jogginghose ins Kino gehe, ich vermutlich angeschrien werde. Ja, ich habe das Fazit daraus gezogen, dass ich echt dieses Schammerding verdrängen möchte. Boah. Ich habe das Fazit daraus gezogen, dass das Cringe-Game von Rezo einfach echt nicht top-level ist, Alter. Nee, überhaupt nicht. Die sind beide nicht gut. Digga, ey, wenn ich mal würde ich eine Cringe-Talk-Compilation erstellen, Rezo würde, glaube ich, einen Schlaganfall kriegen und sterben. Glaube ich. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich bin TikTok-Cringe-Connoisseur. Und zwar Endlevel. Aber jetzt möchte ich eine von dir, Flo. Chat so, do it. Ja. Do it. Do it. Wir nennen die auch einfach TikTok Cringe Challenge für Rezo. Ja, in Klammern. Achtung, Schlaganfallgefahr. Ich brauche das Do It unbedingt als Soundend auf meinem Board. Do it. Ja. Ja. Das ist das Beste ever. Ja. Do it. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich das mal. Gebt mir eine Woche, vielleicht mache ich das mal. Okay. Aber ich will auch ein Shirt mit Deutsche Cabana. Deutsche Cabana? Ja, aber mit dem Dingsbums über dem N. Cabana, weißt du? Aber was ist denn das? Cabana ist so eine, ist doch, also entweder Cabana ist eigentlich ein Pooljunge, aber auch, ich glaube, man nennt es auch so diese kleinen Hütten, die so am Strand so direkt am Wasser sind. Also ich glaube, es ist auch eine Cabana. Meine ich. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Eieieiei. Aber das letzte, also das mit dem Onkel hat mich getötet. I'm not gonna lie. Das war ganz schlimm. Das war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Ja, aber das ist wirklich so, der arme Mann wusste nicht, was das ist. Ich glaube das auch. Eieiei. So. Freunde, wir haben noch 399 Subs offen. Ja. Dann machen die wir schafft da. Ihr jetzt, während ich mir jemanden raussuche, den wir raiden? Ja, kein fünf Problem. Minuten habt ihr. Kein Problem. Gar kein Problem. Kein Problem. Gar kein Problem. Gar deutsche kein Shawarma. Problem. Oh, auch gut. Ja, was deutsche Cabana? Deutsche Cabana ist schon näher dran. Ja, ist keiner online, Alter. Kitten ist online. Oder du machst deutsche Kabbala. Mango ist online. Deutsche Genki-Dama, auch nicht Olli schlecht. Olli ist online. Deutsche Albaner. Geil. Digga, das ist ja wirklich richtig. Mit deutscher Albaner ist, und dann machst du aber das Logo so ähnlich wie, würde sich verkaufen, schwör ich dir. Ja. Würde sich verkaufen, ja. Safe. Kaiser ist online. Auch gut. Kaiser ist online? Ja, wohl ja. Ich guck mal nach Kaiser. Was? Und hier ist ein Stream, der heißt Stretching with Stepsis. Ja. Da sehe ich mich ja auch ein bisschen. Summer Snake, dankeschön. Leistung stimmt. Vielen Dank für 5 verschenkte Subs, Mann. Danke, danke. Ja. Hype Train. Ja, guck mal, Paul. Es wird noch. Ja, ich warte ja auch noch ein bisschen. Ich hab's sehr hier. Gut. Benny Motivi, dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.
Ich habe übrigens, ich habe glaube ich, das nächste Reaction-Game, habe ich, glaube ich, gerade für mich auserkoren. Das, okay. Wollen wir nicht einfach zukünftig live auf Twitch-Streamer reacten, die im selben Moment online sind? Ja, das kann man machen. Das ist auch lustig. Das ist, ist das nicht das, was diese ganzen Clip-Hin- und Her-Schicker immer machen? Ja, yeah, ich glaube. Weiß ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schaut ihr euch noch Sailor Olli an, war viel Arbeit. Ach, Doldak, ja stimmt, du hattest mir geschrieben, siehst du? Ich hatte auch keine Zeit, mir das anzugucken. Mach ich gleich mal nach dem Stream. Das stimmt. Sailor Olli? Ja, einen Song gemacht irgendwie. Ich habe hier zum Beispiel auch einen Streamer, da ist der Titel einfach nur Neuer Tiefpunkt. What? Neuer Tiefpunkt? Der sieht aus wie, ne, so heißt der Streamtitel. Er sieht aus wie der, er könnte der kleine Bruder von Let's Hugo sein. Er ist bei Tobi. Ja, habe ich gefunden. Das ist doch aber, das ist Hugo, oder? Ist das nicht Hugo? Ich bin so verwirrt! Nee, ist der Bruder. Ist es wirklich der Bruder? Oder ist es Hugo? Ich bin unsicher, wie wir hingekommen sind und ich möchte schnell weg. Das ist sein Bruder. Verarscht, ist wirklich der Bruder. Lol, Digga. Die sehen sich das wirklich so der ähnlich. Bruder? Hä? Achso. Ja, warte mal, war das auf der Gamescom? Hat der einen Bruder? Ja, der war doch auf der Gamescom mit dabei, oder? Hä, das hatten wir doch schon mal, dieses Gespräch. Ich jetzt gerade übelsten. Nee, wir haben doch schon mal drüber geredet, dass der einen Bruder hat. Digga, die könnten sich als ein und dieselbe Person das ausgeben, wenn Zwillinge. Sie sich abwechseln würden. Es wäre viel effektiver, wenn die das machen würden. Das sind Zwillinge. Ey, danke für eure ganzen Abos, Freunde. Echt? Das erklärt so viel. Die sprechen aber nicht viel miteinander, schreibt jemand. Das ist ja wild. Haben keinen Kontakt? Hä? Aber sie wissen voneinander? Das ist ja ultra sad, Alter. Wild. Ja, okay, bringt uns alles nichts. Das war... Sag mal, stopp. Stopp. So aus, ob du wickst, Alter. Sag mal, stopp. Ich hab Schmerz. Komm, Paul, sag mal, stopp. Sag mal, stopp, Paul. Sag mal, stopp. Weiter, Olli, weiter. Weiter, Olli. Sag mal, stopp. Stopp. Nee, ich hör nicht auf. Ich mach weiter. Ich möchte jetzt, dass du... Jetzt musst du noch mal, ich musste lachen. Okay, stopp. Ich hätte ihn noch mindestens eine Minute machen lassen. Nee. Aber da bin ich bei Divi gelandet jetzt. Rainer. Ja, dann. Um Gottes Willen, und ich werde erstmal angeschrien. Okay. Ja. Das ist irgendein Spiel, Life of Pi. Ach, geil. Das ist das. Ja, das ist ganz geil. Freut euch auch alle für mich? Ich muss noch News aufnehmen jetzt. Oh Gott. Ja, ich freue mich richtig. Oh Gott, ich muss nur noch ein Thumbnail machen. Morgen ab 6, Sommerpause vorbei, gibt's wieder meinen Podcast. Geil! Nice! Morgen Freunde. Wieder. Paul präsentiert was? So. Überall, wo es Podcasts gibt. Aber was präsentiert er denn jetzt? Aber morgen nimmst du auf oder kommt eine neue Folge? Nee, morgen eine neue Folge und nehmen. Morgen auf. Neue Folge. Paul präsentiert was? Welche Uhrzeit? 6 Uhr morgens. Ich finde nach wie vor schade, dass Paul mittlerweile auf meiner Essensliste ist, aber ich noch nicht als Erfolgsperson in seinem Podcast zu Gast war. Ja, das möchte ich auch ankreiden an der Stelle. Liegt einfach daran, dass wir keine Erfolgspersonen sind. Ich glaube das auch mittlerweile. Ist einfach schlimm. Paul, würdest du dich selber in deinen Podcast einladen? Ja. Dann müsstest du mich auch einladen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Freunde, denkt dran, mit unserem Code Dr. Freud 10% sparen bei eurem Polaris-Ticket-Kauf, Ausrufezeichen Polaris, noch schnell in den Chat Ticket mitnehmen. Ja. Wir haben euch vorhin erklärt, warum, und jetzt verabschiede ich euch mit einem geilen Video, wo ihr geile Klamotten herkriegt. Geil. Kauft da ein jetzt! Geiler Aluhut, guck mal hier! Geil! shop.drfreud.de Kaufen. Solltet bitte nicht. Okay, geil. Raid geht raus in 5. Danke für den ganzen Support, ey. War mega krass heute. 3, 2, 1. Bye. Das war der automatische. Ich konnte nichts ändern.